For many of us, the holiday season means more travel, more shopping, more connecting online, and potentially more of your personal information being exposed to identity thieves. But with LifeLock Identity Theft Protection, you have a lot less to worry about during the holidays and beyond, because LifeLock monitors and alerts you to the identity threats you could easily miss on your own, even if you keep an eye on your bank and credit card statements. And if your identity is stolen, your own U.S.-based restoration specialist will work to fix it, all backed by the $1 Million Protection Package. The last thing you want to do this holiday season is face drained accounts, fraudulent loans, or other financial losses from identity theft all by yourself. Gift yourself the peace of mind that comes with LifeLock, and spend more time doing more of the holiday things you love. Go to LifeLock.com/ACAST to save up to 25% your first year. That's LifeLock.com/ACAST for 25% off. LifeLock. Identity Theft Protection starts here. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr, sehr heftig gestritten, wie noch nie zuvor. Mm. Weil wir wahrscheinlich tatsächlich dieses Gefühl hatten, wie in so einem Wettbewerb der Traurigkeit. Wer hat jetzt mehr Recht? Wer darf jetzt wer darf schwächer sein? Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute habe ich zwei Frauen zu Gast. Armgard und Laura Karasek, Mutter und Tochter, die eine 40, die andere 70 Jahre alt. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben, Das Gespräch unseres Lebens, das in mir Neid, Begeisterung und Entsetzen hervorgerufen hat. Neid, weil meine Mutter seit einem Vierteljahrhundert tot ist und ich nie die Chance hatte, ihr als erwachsene Frau, verheiratet und selbst Mutter zu begegnen. Sie starb, bevor ich anfing, mich ernsthaft für sie, ihr Schicksal, ihre Gedanken und Seelennöte zu interessieren. Ich bin begeistert und auch erschrocken, mit wie viel Ehrlichkeit und auch Schonungslosigkeit sich Armgard und ihre Tochter Laura in ihrem Buch und in diesem Gespräch auseinandersetzen. Die beiden sind so unterschiedlich. Ratio trifft Drama, Feuerlöscher trifft Feuerwerk. Sie haben auch ganz unterschiedlich um den verstorbenen Mann, den verstorbenen Vater getrauert. Sie streiten, sie wundern sich übereinander, muten sich einander zu und lieben sich, wie nur Mutter und Tochter sich lieben können. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse bei diesem bewegten und bewegenden Gespräch. Heute habe ich es mit zwei Frauenstimmen zu tun. Die eine sieze ich, das ist gut, dann kann man, weiß man immer, wen ich anspreche. Sie Armgard und du Laura, beide Karasek. Und die Mehrzahl benutze ich du. Gut. Ihr, ja. Macht ein ihr. Ja. Ihr. Genau, okay. Ihr. Also ich duze euch in der Mehrzahl. Sehr gut. Ihr habt ein Buch geschrieben, Das Gespräch unseres Lebens. Und ich habe das gelesen, das Buch, mit so einer Mischung aus Neid, Begeisterung und blankem Entsetzen. Warum Neid und warum Entsetzen? Also Neid. Begeisterung verstehe ich ja. Begeisterung verstehe ich. Das du nicht, ja, aber das möchte ich jetzt mal wissen. Warum Neid? Also der Neid, weil meine Mutter ist schon sehr lange tot. Und ich dachte, boah, wie wäre das gewesen, wenn ich meine Mutter so lange gehabt hätte, bis ich Interesse an so einem Gespräch gehabt habe. Meine Mutter starb, da war ich Mitte 20, da war ich nicht so weit. Ist man noch nicht so weit. Nee. Und Begeisterung, weil es einfach wirklich ja hochinteressant ist, wenn zwei so inspirierende Frauen miteinander sprechen. Und weil ich auch begeistert war, einerseits von der Offenheit. Und das blanke Entsetzen hatte auch mit der Offenheit zu tun. Ja. Weil ich manchmal dachte, puh, ist so viel Ehrlichkeit gut. Würde ich mich das trauen? Weil ja auch so viele Unterschiede und so viel Fremdheit und oder Ungleichheit da auftauchten. Und ich weiß nicht, ob euch mit was für Gefühlen habt ihr dieses Gespräch geführt? Könnt ihr das verstehen, dass man das liest und denkt so, boah, ihr nehmt ja wirklich kein Blatt vor den Mund. Also insbesondere auch Sie, Armgard, ne, weil Sie sagen,
ich verstehe dich überhaupt nicht, in relativ vielen Stellen, wo man so denkt, oh, da Moselwein trifft auf was hat er, Jägermeister oder Bitterwasser. Das Bild gefällt mir schon mal, Moselwein. Der Moselwein-Vergleich ist aber von Ihnen, ja. Ich will nicht üblich sagen, ja. Moselwein. Und weiß ich, diese Unterschiedlichkeit also fasziniert und erschreckt mich gleichzeitig. Aber das Tolle ist ja, dass man durch solche Gespräche erfährt, erstmal, wo man Unterschiede hat, wenn man es nicht schon ahnte, und zum Zweiten versucht, sich darüber zu begegnen, also zu sagen, warum reagierst du so schroff? Warum schreist du mich an, wenn du dich kritisiert fühlst? Warum brüllst du mich an wie eine Wahnsinnige? Weil ich kenne das gar nicht und von mir hat sie es auch nicht. Also dann versuche ich das ja zu verstehen. Wie kann jemand und so reagieren? Und ich lerne es ja nicht nur durch meine Tochter, sondern es gibt ja viele Menschen, die so einfach unverhofft so rumschreien und ihren Frust in Gebrüll äußern. Das ist so, als würde ich nur schreien. Nein, ich habe das als Beispiel gesagt. Ja, du schreist mich schon an manchmal. Ich bin sehr impulsiv. Und das missfällt dir. Und nein, nicht das Impulsive, das Geschrei missfällt mir. Ich nenne es mal temperamentvoll. Sie findet es Geschrei. Ich finde, es ist, ich habe Leben in mir. Du schreist deine Mutter immer noch ab und zu an? Ja. Ja, neulich hat sie mich, und nach unserem Gespräch war es mal ein paar Wochen Ruhe. Und neulich hat sie mich aber, neulich hat sie mich aber unfassbar angeschrien. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, jetzt hat sie es immer noch nicht kapiert, dass ich das nicht leiden kann. Und da war, aber du weißt doch, warum ich es tue. Ja, andererseits kann man sagen, ja, aber Armgard, Sie haben doch jetzt verstanden, warum das Ihre Tochter tut. Genau, aber ich habe es ja erklärt. Es ist ja ein Liebesbeweis. Und damit kann man sich auch fein rausreden, ne, dass man seine Impulse nicht kontrolliert, weil es ist ja alles Liebe. Dann kann man auch aus Liebe jemanden umbringen und nachher sagen, ach, das war jetzt nicht so böse gemeint. Ja, oder so ein Mann, der eine Frau überfällt und sagt, ja, ich hatte meine Impulse nicht unter Kontrolle. Naja, also schreien ist jetzt nicht, das ist ja keine körperliche Gewalt und ich kann mich schon auch danach entschuldigen. Und du kannst froh sein, weil nach Papa habe ich meine Birne geworfen. Nach dir habe ich immerhin noch nichts geworfen. Also, das fehlt noch. Ich habe halt ein sehr, ich schreie dann, aber ich bin auch sehr gefühlvoll und ich bin halt auch sehr emotional und ich kann ja nicht, ich glaube, wenn du das eine aushebelst, also diese eine Seite des sehr zornigen oder sehr berührbaren Menschen, dann hebelst du auch das andere, dann bügelst du auch das andere glatt. Also dann kriegst du einen Menschen, der eben in beide Richtungen das nicht mehr hat und dann musst du auch sagen, dafür kann meine Tochter auch so sich so freuen wie niemand oder so emotional sein wie niemand und so. Ja, aber auf der anderen Seite ist ja jemand, der verletzt wird. Mhm. Und ich, weil Sie das sagten in dem Gespräch, in dem Buch, dass nie jemand Sie so verletzt und so angeschrien hat wie Ihre Tochter. Und das oder kam, mein Mann, der konnte das auch. Ja. Die beiden waren sich ja sehr ähnlich. Also da ist ja ein Gegenüber, dem das wirklich schrecklich wehtut. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe pubertierende Söhne und einer von denen schreibt mich auch ganz gerne mal an. Und ich würde gerne mehr von der verletzten Seite einmal hören, weil das tut ja auch, wenn man das weiß, weh. Oh, sie ist halt so impulsiv, ja trotzdem das tut trotzdem weh. Und meine Reaktion ist dann, dass ich mich zurückziehe und irgendwie denke, ach, ich gehe mal in mein Zimmer oder ich setze mich woanders hin, wo ich dem ausweichen kann. Oder es ist ja eh schon passiert. Und dann sagt sie wieder, du bist so schnell beleidigt. Wo ich dann denke, es ist ja keine Beleidigung von mir, sondern es ist nur ein, dem Schwall der Worte entkommen, Ja, und dann reagiere ich natürlich irgendwann schon mit dem, na gut, denn eben nicht oder so. Also das findet sie wieder furchtbar. Aber Sie schreien nicht zurück? Nein. Ich schreie nie. Nein. Das ist keine Regung, die Ihnen, die aus Ihnen herauskommt? Nein, habe ich nicht gelernt. Du hast mich noch nie angeschrien. Nee. Du bestrafst mich mit Kälte. Du bestrafst mich mit, du bist dann... Na, was heißt bestrafen? Das ist eine Reaktion. Ne? Ja, das ist im Grunde ja in Deckung gehen dann. Aber auch manchmal, wenn ich nicht geschrien habe. Also vielleicht ist mein Schreien für dich so verletzend wie für mich dein Zurückziehen und deine kalte Schulter und dieses Gekränktsein und im Raum auch stehen lassen, für mich ganz spürbar. Ich erwarte jetzt von dir eine Handlung. Also eine Entschuldigung? Ja, nee, ich sag ja, auch wenn ich nicht geschrien habe, du bist manchmal beleidigt, wenn eben Dinge nicht so laufen, wie du das möchtest, weil du eben ja auch ein Kontrollfreak bist. Und du lässt so Dinge unausgesprochen, aber die sind halt ganz stark spürbar.
Und dann ist man als Tochter in so einer Handlung, also wie in so einer Bringschuld, dann denkt man, jetzt muss ich das ansprechen, jetzt muss ich sie fragen, was war denn da oder möchtest du das oder willst du jetzt essen gehen oder kann ich dir? Also das ist ja auch ein Druck, den man dann spürt. Aber wir reden jetzt so viel über diese Streitereien. Wir streiten uns eigentlich nicht oft. Also das kriegt jetzt so ein Gewicht. Ja, ja. Wir sind eigentlich in, würde ich mal sagen, 95% der Fälle in sehr gutem Austausch und uns sehr nah und mögen auch das, was die andere sagt und lachen auch viel über irgendwelche flapsigen Bemerkungen oder machen selber auch Spaß über was. Also wir unterhalten uns ja auch viel ohne Geschrei. Ja, und nee, mein Punkt war nur die, was ich eben in dem Buch auch so besonders interessant fand, die Unähnlichkeit, Ungleichheit. Und ich dachte, wenn ihr nicht euch lieben würdet, weiß ich gar nicht, ob ihr gut miteinander auskennt. Nicht, dass man nicht auch Leute mögen kann, die einem nicht ähnlich sind, aber ich weiß gar nicht, ob ihr nicht doch sehr weit auseinander wärt, wenn diese Liebe, das Band der Liebe nicht zwischen euch. Das stimmt, aber das ist ja eigentlich total schön, dass du das sagst, weil das zeigt ja eben, dass wir uns sehr lieben müssen, weil wir trotzdem... ich eben diese Gefühl, ich mag eigentlich Menschen, die sehr gefühlig sind und sehr exzessiv auch leben und manchmal auch unvernünftig sind. Und meine Mutter ist für mich eigentlich eher ein Mensch, der nüchtern ist, der sachlich ist, der sozusagen als Bild ist sie halt der Dokumentarfilm und ich die Telenovela. Aber mir tut das ja auch gut in meinem nahen Umfeld, einen Menschen zu haben, der mich mein Leben lang beobachtet und geliebt hat und der trotz allen Unterschiedlichkeiten für mich irgendwie auch ein Vorbild ist, weil als Frau war sie definitiv ein Vorbild für mich, als arbeitender Mensch, wie sie Mutter war, wie sie uns Kinder erzogen hat, wie sie Karriere gemacht hat, ist sie ein Vorbild und trotzdem ist sie charakterlich kein Vorbild. Ja, genau, also auch was Emanzipation und naja gut, aber auch zum Beispiel beim Punkt Selbstbestimmung und Pragmatismus und wie man das eigene Leben in die Hand nimmt, da haben sie Armgard auch ganz schön viel auszusetzen an ihrer Tochter und machen daraus auch keinen Hehl. Naja, ich finde schon toll, dass sie leistungsorientiert ist und alles macht, was sie sich vornimmt. Also sie hat ja nun auch zu Ende Jura studiert und alle Prüfungen mit Auszeichnung bestanden und so. Und sie hat ein super Abi gemacht und sie war gut in der Schule. Und also, Partyqueen des Abi-Jahrgangs. Ja, also daran habe ich ja gar nichts auszusetzen an ihr. Ich finde ja, und sie wollte eben jetzt ihren Beruf wechseln und hat, das ist ihr auch gelungen. Also ich finde schon, dass sie sehr viel aktiv in die Hand nimmt und auch sehr hart arbeiten kann und fleißig ist und zuverlässig ist und so. Aber ich habe natürlich einiges an ihrem Kleidungsstil auszusetzen, der mir immer zu aufgedonnert ist und zu hohe Absätze und zu aufgebrezelt. Und wo ich denke, das muss doch nicht sein. Also man kann doch auch... Was sagst du, Ildiko? Sehe ich total aufgebrezelt? Sitze ich hier? Ja, nee, jetzt nicht. Aber muss das denn sein, dieses Aufgebrezelte und viel Busen zeigen und so? Warum muss das sein? Ich meine, versuche es wertfrei zu fragen. Das gelingt dir nur mittelmäßig. Nee, also weil die Frage ist ja, muss das sein? Ja, offenbar findest du, das muss sein. Du bist ja sehr, auch auf Instagram zeigst viel Haut und sozusagen du zeigst deine weibliche Seite sehr. Und ich meine es wirklich wertvoll. Ja. Warum? Weil mir das nie so zur Verfügung gestanden hat. Also nicht nur, weil ich es nicht wollte unbedingt, sondern weil ich es auch nicht... Ich hatte es nicht so zur Verfügung. Ich hätte gerne mehr damit gespielt. Aber warum? Echt? Ja. Mein Vater war blind. Ich hatte keinen Flirtpartner sozusagen. Ja, der geguckt hat. Ja. Ja, mich hat nie einer angeguckt. Und deswegen bewundere ich das. Und gleichzeitig verachte ich es aber auch gerne. Natürlich. Ganz gerne mal. Ne? Also muss ich ehrlich sagen. Und sie wahrscheinlich auch. Im Grunde. Ich finde dieses Aufgedonnerte immer auf Männer hin. Guck mal, wie ich präsentiere mich jetzt so hier hochhackig und kann kaum gehen, aber ziehe trotzdem die 10 Zentimeter hohen Absätze an. Wozu? Ich muss ja nicht so blöd gehen, um irgendeinem Typen zu gefallen. Ich glaube, es ist sicherlich auch diese Gefallsucht oder das Bedürfnis nach Anerkennung durchaus auch von Männern. Und
natürlich auch von Frauen, ich möchte Menschen gefallen und ich habe vielleicht auch nicht genug Selbstliebe, um mir das zu geben, ohne dass andere hingucken und ohne dass andere mir diesen Applaus geben. Und weil du gerade sagtest, dein Vater war blind, mein Vater war nicht blind und hat mir sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe drei Brüder, ich war immer auch so ein bisschen seine Prinzessin und da ging es gar nicht um Optik bei meinem Vater. Trotzdem habe ich, glaube ich, sehr früh immer mich präsentiert, auch für Papa, damit der Vater stolz ist und ich habe immer so ein bisschen sozusagen für ihn Klavier gespielt und meine Pirouetten gedreht, wenn man so will. Ja, ja. Und ich glaube, dass man das als Frau, wenn man auch, also ohne dass wir jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber wenn man in so einer patriarchalen Gesellschaft aufwächst, in der es eben auch, ich war Teenager in den 90ern, da ging es sehr, sehr viel um den männlichen Blick und welche Jungs finden dich cool? Bist du bei den coolen mit dabei? Du wirst zu einer Party eingeladen, nicht weil du jetzt super belesen bist und intelligent, sondern weil du schon Brüste hast oder weil du hot bist, weil die Jungs dich sexy finden. Das kann man natürlich kritisieren, aber das kannst du doch einer 13-Jährigen gar nicht klar machen, woher kommt das? Das heißt, die Anerkennung, die ich damals gesucht habe, die mein Vater mir gegeben hat, wo ich dann in die reale Welt hinauskam und dachte, ah, alle Jungs werden mich so anhimmeln wie mein Vater. Und dann merkst du, nein, das passiert gar nicht und nicht jeder findet mich so bedingungslos toll. Und dann erarbeitest du dir das ganz stark natürlich erstmal über optische Reize, weil das die Währung ist, in der du Männer bezahlst. Und kommst du aus der Nummer nicht mehr raus? Vielleicht noch nicht. Vielleicht auch, weil ich denke, das hat so ein Ablaufdatum. Und so lange möchtest du das Spiel nicht nur spielen, sondern auch ganz oben mitspielen? Vielleicht. Ja. Und ich meine es wirklich nicht abwertend. Nee, das war. Und ich glaube, ich finde es trotzdem schade, dass es bei Frauen diesen Impuls gibt, den du ja auch hast und den alle Frauen haben, dass man es mit so einer Mischung aus Neid und Bewunderung betrachtet und gleichzeitig aber auch Verachtung. Ja. Und dass man eben ganz stark spürt, ach, die hat es ja nötig. Und bei Frauen ganz schnell diese Begriffe fallen, wie das sieht billig aus und das ist tussig und das ist drüber und das ist schlampig und das ist... Und ich denke mir immer, warum kann nicht jede Frau das Spiel so spielen, wie sie möchte? Warum darf sie nicht so aussehen, wie sie will? Weil alles ein Zeichen ist. Ja. Weil alles ein Wert, ein Zeichen ist. Die Schuhe, die du trägst, die Frisur, die du hast, da wirst du mit die Uhr, die du am Handgelenk trägst, alles wird eingesortiert in eine bestimmte Gruppe von Zugehörigkeit. Und Frauen, die halt, sage ich mal, nicht, meine ich jetzt nicht dich damit, aber es gibt auch im Fernsehen Frauen, die haben ganz doll aufgespritzte Lippen und präsentieren ihren Busen wie im Dauerdirndl. Und wo man sich auch sagt, ja, sag mal, also die hat ja offenbar nichts anderes, womit sie punkten kann. Und das ist ja also wirklich peinlich doof. Warum ist das denn so schlimm? Also man, es muss naja, ja es ist nicht schlimm. Nicht jeder es ist so sein oder belesen oder so. Schade eigentlich. Aber so ist es normal. Ne? Ja. Weil ich neige ja auch dazu. Und dann wiederum denke ich, warum soll nicht jeder mit dem, was er hat, was er kann, womit er punkten kann, mitspielen? Und wenn es der Körper ist, die schöne Figur oder das, die strahlenden Augen? Man hat sich das ja auch zum Teil erarbeitet. Also ich habe ja auch Diabetes. Ich war sehr schlank als Kind. Ich war dann pummelig als Teenager. Und ich mache jeden Tag Sport. Das ist ja nicht so, ich kann essen, was ich will. Und das ist einfach, mein Körper macht, sondern natürlich tut man auch etwas dafür. Ich gehe halt jeden Tag joggen, schwimmen, ich mache Krafttraining. So, das fliegt mir nicht alles zu. Und ich trinke gerne Alkohol und ich liebe Schokolade. Und das möchte ich mir auch nicht verkneifen. Aber dafür verkneife ich mir vielleicht dann die Pasta oder sowas. Also das ist ja auch alles etwas. Und es ist ja auch nicht so, dass ich hier rumsitze mit irgendwie mit Fake Fingernägeln und selbst das. Ich finde das so blöd bei Frauen, weil es immer so eine Kategorie gibt, die ist zu aufgebritzelt, die ist zu wenig. Oh, die ist verhärmt. Die sieht jetzt aber schon ungebumst aus. Die hat jetzt aber Haare an den Beinen. Die hat einen Jutebeutel. Das ist ein Dinkelkeks. Aber die andere ist wieder zu. Das ist eine Barbie. Das ist eine Hohlfritte. Also es ist nie... Es ist nie richtig, wie wir es machen. Und es wird sich so auf unsere Optik konzentriert, bei Moderatoren, bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das passiert bei Männern ja auch nicht. Wir reden ja auch nicht darüber, wie Herr Kerner aussieht oder Herr Pflaume oder Elton oder so. Sondern es ist immer nur bei Frauen, ist wieder was falsch. Und das geht mir auf den Keks. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn eine Frau sagt, ich möchte mich schön fühlen und auch schön präsentieren. Und
Ich weiß nicht, warum man sich da für rechtfertigen muss dauernd, weil es so anstrengend ist, weil es Frauen damit so viel Kraft geraubt wird, die sie vielleicht aber für was anderes machen. Aber es kostet auch viel Kraft, gefallen zu wollen. Was das stimmt. Und was ich aber auch ganz interessant finde, ist, dass du deinem Vater gefallen wolltest, deiner Mutter gefällst du aber nicht. Also jetzt mal auf diesen Punkt. Mhm, das stimmt. Ne? Also warum stört dich das eigentlich nicht? Also gut, man muss ja sagen, ich war als Kind... Als Teenager hat sie sich nicht so aufgedonnert. Gar nicht. Nee. Da war ich teilweise, mein erster Freund war Skater, da wollte ich cool sein und habe Baggy-Hosen getragen und Hoodies und mir die Augen dunkel geschminkt. Aber interessant, auch hier um jemandem... Natürlich völlig in der Pubertät Heranwachsen orientiert man sich ja im seltensten Fall an sich selbst. Ja. Nur ich finde das ganz interessant, dass dir offenbar die Meinung, und ich möchte nicht sagen Wertung, sondern die Meinung deiner Mutter da nicht so, da stört es dich nicht, dass das nicht gefallen. Auch in dem Buch sind so viele Punkte, wo deine Mutter so hart und klar sagt, also ich habe das so empfunden, das verstehe ich gar nicht. Oder du bist ja krank. Sich nicht berühren lassen will von der Masseurin. Und wo ich dachte, das sind so ehrliche, harte Worte von Ihnen, Armgard. Und dann ist da so ein doch ein bisschen gefallsüchtiger, jüngerer Mensch, den das aber gar nicht so stört in diesem Fall. Also von der Mutter. Nee, wir kommen sehr gut über unsere Differenzen hinweg und lieben uns trotzdem. Fühle mich ja geliebt. Ich fühle mich ja, ich fühle das ja erwidert. Ich weiß ja, was meine Mutter an mir toll findet. Und wir haben wirklich unfassbar gute Gespräche über... Wir sind uns so einig bei Kunst und Kultur und Literatur. Sie mag alle meine Freundinnen, sie mochte alle meine Boyfriends. Also es war jetzt ja nicht so, dass du gedacht hast, oh Gott, was führt meine Tochter denn für ein Leben? Und du vermittelst mir jetzt auch nicht das Gefühl, du siehst schrecklich aus, Laura, mach mal was. Sondern du sagst halt, mein Stil wäre das nicht. Umgekehrt ist es aber so, dass ich sage, mein Stil wäre ihre auch nicht, nur ich muss es ihr nicht dauernd sagen. Ich sage ja auch nicht, warum hast du das jetzt an oder das gefällt mir nicht, sondern ich versuche als Frau auf andere Frauen möglichst wertfrei und möglichst tolerant und großzügig zu sagen, wenn eine so rumlaufen möchte oder so, habe ich das nicht zu kommentieren. Es ist ihre Entscheidung und es geht mich nichts an und ich empfinde es fast als übergriffig. Das fällt, finde ich, auch im Buch auf, dass du dich mehr zurückhältst mit Urteilen, mit Wertungen oder auch mit Ehrlichkeit. Vielleicht weiß ich nicht. Also wenn du zum Beispiel sagst zu deiner Mutter, ich finde dich in manchen Dingen ziemlich männlich, weil du so schroff sein kannst. Mhm. Das ist natürlich auch schon ganz schöne... du bist eher sachlich, pragmatisch, diszipliniert, nicht gerade rührselig oder sentimental. Du hältst nichts von zu viel zur Schau gestellter Weiblichkeit. Ich fand mich immer viel weiblicher als dich. Ja. Das sind so die härtesten Sachen, die dann von der Ecke... Also du hältst dich, finde ich, bist sanfter und etwas vorsichtiger in dem... Ja, ist das, schön, dass du das sagst. Weil aber ich finde es ja gar nicht... Das ist noch nicht mal so positiv gemeint. Ich mag ja diese robuste Art. Aber ich freue mich, dass meine Mutter das mal hört, dass du sagst, eigentlich bin ich sanfter, weil eben durch dieses Schreien oder dadurch, dass ich natürlich auch so ein bisschen wie in dieser Familie so eine Rampensau bin und es immer sozusagen meine Mutter, glaube ich, oft das Gefühl hat, sie ist der sanftere Mensch oder der zerbrechlichere, aber ich finde dich eigentlich viel schroffer und ich empfinde das als eine Sanftmut oder als eine, ich bin, glaube ich, großzügiger in dem Sinne mit Menschen, weil ich nicht so gerne bewerte, weil mich das anstrengt. Leute finden immer alles an irgendwem doof oder jammern an irgendwas rum. Und ich denke mir einfach, leben und leben lassen. Es ist doch, es berührt doch, wenn es mein Leben nicht tangiert, warum muss ich dauernd an anderen Leuten rummäkeln? Aber ich mäkel nicht dauernd an anderen Leuten rum. Nein, aber du bist schon härter in dem Buch, das stimmt wahrscheinlich als ich. Geht ja auch jetzt gar nicht um andere Leute, sondern um diese Beziehung. Und ich fand, also da finde ich dich sanfter und auch verletzlicher. Das siehst du. Oh. Also deswegen mein armes Baby. Schon wieder so gemein, oder? Mein armes Baby liest ein Buch. Genau. Lies lieber mein Buch. Begegnet dem. Also was man sagen muss, wir haben, glaube ich, beide
eine große Selbstironie. Und deswegen können wir auch mit diesen Themen, ich kann darüber lachen, wenn sie halt sagt, du kannst, so habe ich mein Kind nicht erzogen, die kann auf den Schuhen gar nicht gehen und du hast Jura studiert und siehst aus wie so eine Hilflose. Also das ja. ist ja lustig und sie kann auch darüber lachen, wenn ich Sachen, also das ist, glaube ich, wir nehmen das dann nicht als Verletzung, sondern wir feiern auch unsere Unterschiedlichkeit. Ja, ja. Es ist auch, ich habe ja euch in der Lesung gehört, da kriegt ihr das einen anderen Ton als beim Lesen. Ah, ja? Ja, da habe ich die Stimmen nicht gehört, die Gesichter nicht dazu gehört und dachte, boah, das, da habe ich so eine, also sie als härter empfunden, Armgard, und dich als angegriffener, als ich es dann auf der Bühne dachte. Ich dachte, ja komm, da sind schon zwei, die, die wissen auch natürlich miteinander umzugehen. Ja. Aber im Buch ist man davon natürlich, ach, wow, wie kriegt man das ja nicht so mit. Da hat das viel mehr Härte und auch, ich fand es ganz interessant, wir sind ja von 40 bis 70 hier quasi im Raum, alle 15 Jahre auseinander und ich war immer so, beim Lesen dachte ich, ich würde sagen, ich bin dir ähnlicher, so von der Grundtemperatur her, aber ja 15 Jahre älter und deswegen in vielen Punkten näher ich mich sozusagen in ihre Richtung, Armgard, einfach durch der durch ja, das mich, ist durch, vielleicht durch, auch ein Lebens, eine Lebensphase, die unterschiedlich ist. Ja. Klar, auf eine Art und Weise, also mir hat, so blöde das klingt, aber mir hat Härte im Leben auch beruflich sehr genutzt. Also ich wollte auch keine Schwächen im Beruf zeigen, weil das immer so, die Frau, die ist nicht, nicht zu belasten und so, das wollte ich mir nicht anhören und ich musste mich ja auch durchboxen. Also als ich angefangen habe am Theater als Regieassistentin, hat man mir nach 2 Jahren gesagt, als es um die Vertragsverlängerung ging, du kannst hier nicht bleiben, weil du nicht inszenieren kannst. Du bist eine Frau. Frauen inszenieren bei uns nicht. Ja, und so war das damals. Und da legst du dir natürlich auch eine gewisse Härte im Beruf zu und sagst, ich muss da irgendwie durch. Also ich bin ja dann Kritikerin geworden. Und das war ja lange Zeit auch ein Männerjob. Ne? Das haben ja ist sehr viele diese Männer. Härte, ich benutze jetzt das Wort, das Sie benutzen, du nennst es eher vielleicht Schroffheit oder dickeres Fell. Vielleicht ist mein Eindruck falsch, aber dass Sie das nicht nur unbedingt entwickelt haben, sondern auch als Charakter mitgebracht haben. Also anders jetzt als Ihre Tochter. Weiß ich nicht, von zu Hause aus, also wenn ich versuche an mich selbst als Kind zu denken, war ich eher schüchtern und behütet und musste eigentlich nicht hart sein. Also mein Vater hat mich sehr, sehr verwöhnt und geliebt und der hat nur immer zu mir gesagt, lass dir nichts gefallen. Also das war so seine Devise und das hat mir auch sehr geholfen. Oder immer feste drauf, hat er gesagt. Immer feste drauf, weil mein Vater auch wollte, dass ich mich durchsetzen kann. Und meine Mutter hat das auch befördert und hat immer gesagt, bloß nicht so früh heiraten und sieh zu, dass du irgendwie, das hat sie sogar Laura noch als Ratschlag mitgegeben, bloß nicht so früh heiraten, sieh zu, dass du irgendwie beruflich deinen Weg gehst. Also Eltern, die sehr an der Emanzipation ihrer Tochter interessiert waren, was damals du warst ja auch das einzige Kind, ne? Also du warst Einzelkind, da gab es jetzt auch keine Brüder zum Vergleich, du musstest dich auch nicht messen, durchboxen, das ist sicherlich auch etwas, ja, aber meine Mutter hatte 4 Brüder beispielsweise und ist die Einzige, die kein Abitur machen durfte. Und das habe ich als Kind schon als sehr ungerecht empfunden. Weil ihr Bruder, der nur 1 Jahr älter war, der hat zum Abitur ein Segelboot bekommen. Und nicht nur, dass sie kein Abitur machen durfte, sondern sie hat dann halt auch kein Segelboot bekommen. So, und so habe ich gedacht, warum ist Mama, das eigentlich danke, so? Mama, danke, dass ich Abitur mache. Ja, nein. Ihr seid mit dem Segelboot hier, ne? Nein. Ja, also nein, ich habe das immer als das stand bei uns überhaupt sehr nicht zur Debatte. Ungerecht. Auch ob ich, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Mutter hat immer gearbeitet, mein Vater auch. Das für mich war, ich habe das nie in Frage gestellt, ob ich als Frau einmal arbeiten würde. Das war für mich völlig klar, dass ich arbeiten werde. Also das war überhaupt kein Thema. Also da gab es auch kein Gefälle zwischen deinem Bruder und dir. Im Gegenteil. Nee, im Gegenteil. Sie hat das anspruchsvollere Studium gemacht. Ich meine sozusagen von der Behandlung der Eltern her auch nicht. Nein. Es gab nicht das wertvollere Geschlecht oder das. Nein, überhaupt nicht. Nein. Wenn überhaupt, dann war ich ein bisschen was Wertvolles. Ja. Was aber ja auch dazu führt. Mein Mann hat Laura sehr verwöhnt und mein Sohn hat mal irgendwann zu mir gesagt, ich verstehe ja, dass Papa Laura lieber mag. Ich mag Frauen auch lieber. Aber es ist, ich bin sehr eng mit meinem Bruder,
Aber natürlich hat mich das sehr geprägt und sicherlich kommt diese ganze Männerbezogenheit, die ich vielleicht hatte, ich habe ganz tolle Freundinnen, ich liebe Frauen, aber ist sicherlich durch die außergewöhnliche Aufmerksamkeit, die ich von meinem Vater immer bekommen habe, dass ich stets versuche und vor allem jetzt, wo er nicht mehr lebt, seit 7 Jahren, seit acht Jahren. Ich habe gerade gedacht, ich habe gerade nachgeschaut, 8 Jahre. Also das ist so ein Loch, diese väterliche Liebe dauernd ersetzen zu wollen, glaube ich. Und es ist schwer auch das zu finden, weil mein Vater hat mich nie gelangweilt. Ja. Und ich habe dann auch oft so bei Jungs gedacht, oh Gott, also da unterhalte ich mich echt lieber mit meinem Vater. Das ist jetzt öde und so. Mhm. Also ich glaube schon, dass das was gemacht hat. Aber ich glaube, um das zu meiner Mutter zu sagen mit der Schroffheit, ich glaube schon, dass das in deinem Wesen ist. Du hast einen anderen Charakter als ich. Ja. Und das ist vielleicht... Mein Vater war auch ein bisschen schroff, wenn ich drüber nachdenke. Ja, dein Vater Lassen war Sie mal, oder... Und mein Vater war auch so gefallsüchtig. Der war auch so bedürftig und der wollte immer das so... Das sagen Sie auch im Buch, dass Ihnen das manchmal peinlich war, ja. Diese beiden gefallsüchtigen ja. Menschen zu Hause. Oh, hast du schon meinen Artikel gelesen? Und guck mal, hier habe ich eine tolle Rezension und... Ach, mein Vater hatte ja immer diese Poster zu Hause von sich selbst und wo dann stand seine Lesung ausverkauft, stand dann groß darüber, leider ausverkauft. Das hat er dann immer unserer Kinderfrau erzählt und das musste da monatelang hängen an seiner Tür. Wilhelm Busch-Abende und so. Also der war, aber das ist ja das Rührende eben, man kann darüber lachen. Ich kann auch über mich lachen. Man kann darüber lachen, man muss aber nicht darüber Nein, man muss nicht. Auch doof finden. Man findet es auch ja. doof. Und dann als Frau, ehrlich gesagt, würde ich auch mal sagen, also Helmut. Ja. Ich fand das halt immer, vielleicht habe ich mir das falsch abgeguckt, weil ich natürlich meinen Vater auch immer so liebenswert fand. Und ich deswegen sage ich ja auch in dem Buch, wir reden ja nun auch über Männer und in wen wir uns so verliebt haben und Liebeskummer und so. Und meine Mutter sagt ja irgendwie so, Angeber findet sie ganz schlimm und Machos. Das stört mich überhaupt nicht, weil mein Vater war auf eine Art ja eben nicht mit Bescheidenheit gesegnet. Und aber er war kein Macho. Nein, aber ich kann mit solchen Männern umgehen. Also ich kann das handeln, weil dann bin ich halt selber auch nicht bescheiden. Ich kann mich da besser durchsetzen und dann mache ich halt den Posterwettbewerb. Ja, dann bringe ich noch meine eigene Tasse mit, wo mein Gesicht drauf ist. Also das ist mir dann egal. In diesen Kampf, in dieses Battle steige ich ein. Ja, ja, ja. Ja, das triggert mich. Das ist eher so, dass ich dann denke, okay, you wanna play, let's play. Also das ist eher was mir dann Spaß macht. Interessant. Ich habe ein bisschen ähnliche Konstellation zu Hause. Ich war allerdings Einzelkind und auch meinem Vater sehr ähnlich. Also egoistischer, auch gefallsüchtig. Und meine Mutter war die zurückhaltendere. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck gewonnen, je mehr ich mich jetzt mit meiner Familie beschäftigt habe, ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht so ging, dass meine Mutter manchmal ein wenig einsam war. Dass sie praktisch mein Mann hatte, der schon ganz schön viel Raum einnahm. Und dann kam da noch eine Tochter, die auch so war. Das ist ja, gut, nun hatten sie noch einen Jungen, das ist sicherlich was anderes. Der auch sehr laut und sehr viel redet, also der ist auch sehr Bühnenshow-Talent eigentlich auch, ja. Also ich weiß, wie ging es Ihnen in dieser Konstellation? Naja, sagen wir mal so, ich habe ja immer sehr viel gearbeitet. Ich war Tageszeitungsjournalistin und musste 6 Tage die Woche arbeiten und bin morgens ins Büro und dann oft abends nur eine halbe Stunde nach Hause gekommen oder eine Stunde, um mit den Kindern noch ein Lego-Haus zu bauen. Und dann musste ich wieder ins Theater gehen. Also ich habe mich diesen ganzen Karasek-Präsentationstheater, was zu Hause stand, dann doch etwas entzogen und hatte zu tun und habe meine Artikel geschrieben und meine Kollegen gehabt und meine Termine und so weiter. Also dann waren Sie aber kein gutes Publikum, ne? Nee, nicht mehr so gut. Nee, nicht so gut. Also, man kriegt von ihr auch nicht den Applaus, den man so hart arbeitet, ja. Den kriegte man eben von Helmut sehr leicht. Also das heißt, Papa und du, ihr habt euch gegenseitig applaudiert. Ja. Also, mein Vater hat da immer geweint und gerührt und also egal, was ich da mittelmäßig aufgeführt habe, also immer, wunderbar, wie sie das macht. Oh Gott, der war so ganz bewegt. Und ich war halt auch immer so bewegt von ihm und ich habe immer, wir haben zusammen Gedichte gelesen und Rilke und Ringelnatz und Gottfried Benn und das war halt, wir waren halt die Berührbaren. Ich bin mit ihm in die Oper gegangen, weil meine Mutter immer gesagt hat, das Gejaule höre ich mir nicht an. Also. Und ich bin dann mit ihm mit 5 Jahren zu den Salzburger Festspielen gefahren und das waren, wir hatten halt so dieses, wir haben uns gegenseitig mit diesem gefüttert, was unsere Egos brauchten. Ja, ja.
Und aber von Mama kam das Futter nicht. Nee. Was war die Aufgabe in der... Na, meine Aufgabe war, die zu 90% Einnahmen dafür zu sorgen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen, dass sie gesund ernährt werden, dass sie zum Sport gehen, dass sie Klavier üben, dass jemand mit ihnen Lego baut, mit ihnen Kasperle-Theater spielt und mit ihnen Rollenspiele macht und rausgeht und sich zum Fasching verkleidet und anmalen lässt. Und ich habe alles gemacht. Nur mit Papa wären wir komplett verwahrlost, das muss man auch sagen. Weil er war überhaupt nicht für die Alltagsdinge tauglich oder auch gar, der wusste auch nicht, wie unsere Klassenlehrerin heißt oder so. Damit hat er sich gar nicht beschäftigt. Insofern aber er hat schön gekocht. Bin ich mir erst jetzt, das habe ich ja auch gesagt und das sage ich auch in dem Buch, erstens seit ich selber Mutter bin, aber bewusst, was du alles geleistet hast, was du auch aufgegeben hast, obwohl du dich auch immer selbst verwirklicht hast, obwohl ich diesen Begriff hasse, weil der auch immer nur für arbeitende Frauen verwendet wird, muss ich selbst verwirklichen, da steckt auch so eine Abwertung drin, aber jedenfalls, du hast immer auch wahnsinnig stark an uns gedacht und an unserem Leben teilgenommen und uns und mit uns immer gespielt und dir immer Zeit genommen, wenn du zu Hause warst, warst du wirklich zu Hause, gut, das war auch noch die Zeit, da gab es keine Handys und so, ne? Also dieses Ganze, was Mütter jetzt heute, Social Media und bla bla bla, aber das finde ich wirklich ganz bemerkenswert und ich glaube schon, weil Ediko das ja auch gerade gesagt hat, dass du nicht einsam warst, aber dass du von uns Vieren sicherlich diejenige warst, die zu kurz, also wenn ein Mensch die zu kurz... Die am kürzesten gekommen ist. Genau, das würde ich schon sagen. Würden Sie das auch sagen? Ja, doch, würde ich auch sagen. Beispiele? Aber es hat mir... Naja, die hatten alle so ihre, jeder hatte sein Zimmer sowieso schon zum Arbeiten. Also ich hatte beispielsweise in der Wohnung kein Zimmer für mich, aber ich war ja auch immer weg. Also ich war ja immer im Büro, da hatte ich ja ein Zimmer. Und es ging schon sehr stark darum, also mein Mann hat immer großflächig erzählt, was er gerade liest und arbeitet und macht. Und es war ja oft auch sehr lustig. Also ich habe ja da nicht dabei gesessen und gedacht, wann ist er fertig mit der Erzählung, sondern das war ja sehr, sehr anregend. Und es fehlt mir ja heute auch wahnsinnig, dass ich diesen Gesprächspartner nicht mehr habe. Das ging von Politik über Geschichte. Und meine Schwägerin war auch dabei, als mein Mann gestorben ist, und die, also seine Schwester. Und die hat gesagt, in der ersten Sekunde, als er tot war, hat sie gesagt, mein Gott, das ganze Wissen, wo geht denn das jetzt hin? Und das ist wirklich etwas, was am schwierigsten ist, also ohne jemanden auszukommen, mit dem man sich eben über Jahre oder Jahrzehnte sehr, sehr anregend austauscht. Plus die andere Geschichte ist, dass er ja sehr gut kochen konnte und das auch immer gemacht hat. Also er hat jedes Wochenende samstags und sonntags gekocht und das Mittagessen war auch immer sehr wichtig für die Familie, weil wir da über alles gesprochen haben. Und dass ich heute oft denke, Mensch, sein Kalbsgeschnetzeltes mit dem Rösti oder seine klare Tomatensuppe oder seine Kressesuppe oder was, die Sachen, die er so gemacht hat, das werde ich nie mehr schmecken. Mhm. Und diese Kleinigkeiten, die fehlen mir auch sehr. Ja. Das ist nicht so die große Reise, die fehlt. Verreisen kann ich auch mit Freundinnen. Das ist auch schön. Es sind die Kleinigkeiten. Diese Alltagsnähe. Aber guck mal, wie witzig. Es ging gerade darum, die Frage war, ob du zu wenig Raum bekommen hast und du erzählst nur von ihm. Ja. Ganz interessant, ja. Das habe ich ja. Gut, dass du es sagst. Ich habe es auch vorsichtig versucht zu sagen. Ja. Weil wir eigentlich wollen über sie sprechen, genau. Und sie sprechen über ihren Mann. Ja, vielleicht. Ich habe schon auch ein sehr reges Leben im Büro gehabt. Ja. Also ich habe sehr viel Nähe zu meinen Kollegen gehabt. Ich war 4 Jahre Sprecherin des Kultursenators, aber dann 27 Jahre beim Hamburger Abendblatt Theater- und Literaturkritikerin. Und das war einfach... Da war ich im täglichen Austausch mit meinen Kollegen und über alles, was man sieht, hört, liest. Aber ich glaube, du brauchst es auch nicht so. Ich bin nicht so bedürftig. Du bist halt Kritiker und das ist nicht nur Bedürftigkeit, weil das immer so negativ ist, sondern ich glaube, es gibt Menschen, die sind gerne Entertainer, was ich sicherlich in mir habe, was Papa hatte, was auch mein Bruder Nico hat. Und du bist ja auch als Kritikerin natürlich eine Beobachterin und du brauchst... du hast das auch nicht gebraucht. Insofern weiß ich gar nicht, ob die Analyse jetzt zu sagen, du bist zu kurz gekommen. Vielleicht fühlte es sich für dich gar nicht so an, weil du gedacht hast, ja, ich komme vielleicht etwas weniger zu Wort bei diesen drei sehr lauten, rübelhaften. Naja, ich habe ja nicht stumm daneben gesessen. Nein, aber du hast also nicht so dieses... Dieses Rampenlicht gehen. Nee, das brauche ich nicht. Eben, weil dieses zu kurz gekommen interessiert mich schon. Vielleicht ist das ja nicht der Fall. Ich weiß, dass meine Mutter, glaube ich, weiß nicht, wenn sie heute hier sitzen würde oder wenn ich so ein Gespräch mit ihr geführt hätte,
ich glaube, dass die sehr viele Wünsche sich nicht erfüllt hat, weil das gar nicht zur Debatte stand. Ich so einen Brechervater hatte und ich auch noch so ein Brecher war. Unsere Bedürfnisse standen irgendwie im Vordergrund. Im Vordergrund. Und mein Vater hat dann irgendwie auch ein Haus gekauft, ganz in der Nähe der Autobahn, weil ihn störte das nicht. Meine Mutter hat aber ihr Leben lang mit Europax geschlafen. Also so als Beispiel. Ja, Wahnsinn. Und ich möchte das niemandem andichten. Ich möchte nur wissen, ob es so war. Also ob Sie jetzt, wenn Sie überlegen, neben dieser Masse an Scheinwerfer-Karasex, ob das okay war, weil Sie eh quasi vom Wesen her so waren, dass sie das überhaupt nicht brauchten, Das war okay. Ja. Es war total okay. Also was ich manchmal ein bisschen, das was aber auch mit zunehmenden Jahren erst kam, dass ich wirklich alles organisieren musste und mich um alles kümmern musste. Und das war manchmal schon ein bisschen viel und ich mochte das auch nicht so gerne. Wir haben ja dieses Kapitel im Buch, das heißt Prinzessinnen. Mhm. Nämlich, dass man verwöhnt wird, unter anderem von seinem Mann oder es hat bei Laura angefangen von ihrem Vater. Und da hat mal eine Freundin von mir gesagt, mit der ich auch darüber gesprochen habe, dass man eigentlich, wir, sie und ich beide wenig verwöhnt wurden von unseren Männern oder werden. Da hat sie zu mir gesagt, ja, Armgard, wir sind auch keine Prinzessinnen. Und also als Prinzessin habe ich mich auch nie gefühlt. Wie gesagt, ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin mit diesem 70er-Jahre-Feminismus groß geworden. Wenn man was haben will, muss man sich's holen oder man muss auch dafür kämpfen. Und wenn man was haben will, muss man auch genauso dafür einstehen wie jeder Mann. Und da gibt's keine Unterschiede. Nicht die eine darf das und der andere das. Und genauso wie ich es ungerecht finde, wenn Männer irgendwelche Privilegien haben. Es geht gar nicht. Aber ich muss dann dafür auch bestimmte Aufgaben übernehmen. Aber ich habe in der Familie vielleicht zu viele Aufgaben übernommen. Ja. Eigentlich ganz klassisch wieder so diese Care-Arbeit oder Mental Load, ne, wie man das so nennt. Aber trotzdem muss ich wirklich korrigierend sagen, das Tolle an meinen Eltern war, dass ihr eigentlich sehr auf Augenhöhe wart und sehr, dass ich weder eine schwache Mutter und einen starken Vater noch umgekehrt hatte. Also dass die Beziehung, die erste Beziehung, die ich erlebt habe in meinem Leben, das ist ja die elterliche, war eben eine Beziehung, die sehr gleichberechtigt war und in der beide Autos. Also es war jetzt nicht so, dass mein Vater dauernd geredet hat und meine Mutter saß da irgendwie als Mauerblümchen ehrfürchtig daneben. So ist es wirklich nicht. Deswegen habe ich immer eure Ehe sehr als wahnsinnig gut betrachtet, weil ihr euch immer was zu sagen hattet und es gab nicht einen stärkeren Part. Kein Gefälle. Interessant, was aus dir geworden ist. Das ist nämlich eine sehr hochinteressante Stelle im Buch, wo es ums Verwöhnen geht Sie haben gerade sagen, mein Mann hätte das nicht mitgemacht. Der hätte es gar nicht gesehen oder verstanden, wenn ich mich bedürftig gezeigt hätte. Wie gesagt, der wollte keine Prinzessin, der wollte eine Frau, wie es heute so schön heißt, auf Augenhöhe. Er wollte ja auch kein Prinz sein. Und dann sagst du, Laura, aber dann müsstest du dich doch umso mehr freuen, dass du einen weiblichen Macho erzogen hast. Das finde ich so lustig und bitte erklär mir das doch mal gemeinsam, was es mit diesem weiblichen Macho auf sich hat und ob Sie Armgard wirklich froh sind darüber. Bist du nicht stolz, Mama? Naja, also es ging ja darum, dass meine Mutter eben sagt, sie hat das Gefühl, ich bin sehr unbeholfen, was auch zum Teil stimmt. Ich fahre sehr schlecht Auto, ich kann nicht kochen, ich habe Flugangst. Ich bin eigentlich, einer meiner Ex-Freunde hat mal gesagt, ich bin eine rosafarbene Perserkatze, weil ich in der freien Wildbahn genauso lang überleben würde wie die, nämlich 3 Sekunden, dann würde ich gefressen werden. Also ich kann kein Feuer machen, ich bin etwas unbeholfen und tollpatschig. Und deswegen gönne ich mir entweder durch Freunde oder Dienstleistung und auch alle Männer, die ich gedatet habe in meinem Leben, haben immer sehr viel für mich getan. Mhm. Also mich abgeholt, rumgefahren, irgendwas organisiert, für mich eingekauft. Also ich musste diese Tätigkeiten nicht machen. Und das, wenn man so klischeehaft, ist das eben so normalerweise ja der Typ, der sich irgendwie von so einer Frau bedienen lässt und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin weiblicher Macho. Ja, nicht die Prinzessin, sondern sie hat sich einen Dienstleister herangezogen. Genau, also ich bin eigentlich, ich biete natürlich dafür top-qualitative Unterhaltung. Nein, ich habe auch meine sehr... Du bringst ja auch was ein. Ich bringe was ein. Du siehst ja auch sehr gut aus. Aber ja. Ich bringe, genau, aber ich bin auch ein Cross-Trainer, während der Mann, genau, ich mache Sport, damit der Mann noch eine Fuhre, eine Wasserkiste reinholt. Eine Wasserkiste schleppt und irgendwie die Pfandflaschen zum Container bringt. Nein, aber
ich glaube, diese Aufteilung, also ich mache schon natürlich auch Dinge, die ich kann, aber ich kann das alles nicht und ich finde das auch schön, auch wenn das nicht, vielleicht ist es gerade feministisch oder nicht, das diskutieren wir auch in dem Buch, dass ich eben so gewisse Dinge nicht kann und mir machen lasse und dass ich da auch keine Scheu habe, sozusagen mich beschützen zu lassen oder mir helfen zu lassen. Also, dass ich nicht denke, nein, aber ich bin emanzipiert, ich trage meinen Koffer. Also, ich finde das schön, dass ich mich geborgen und beschützt fühle bei einem Mann. Also, ich finde das eigentlich, warum soll ich schon wieder diese Rolle jetzt auch noch spielen? Sind Sie da vielleicht ein bisschen Armgard übers Ziel hinausgeschossen? Also, weil Sie sagen, Sie haben sich eigentlich nie verwöhnen lassen. Ich hätte mich gerne verwöhnen lassen. Also ich war manchmal auch enttäuscht darüber, dass mein Mann hatte wirklich viele Qualitäten und war ein absoluter Top-Koch, Top-Entertainer, Top-Intellektueller, anregender Gesprächspartner. Aber er war kein Mensch, der einen Menschen verwöhnt hat. Und er war ein beschissener Schenker. Er konnte nie was schenken. Auch seine Mutter hat sich über ihn beschwert, seine Geschwister und jeder. Er war einfach sehr mit seinen Sachen beschäftigt, so. Und dann kam als nächstes dann Laura, so. Aber um Gottes Willen, das sage ich jetzt vollkommen wertfrei. Ich frage mich, ich hätte mich auch gerne verwöhnen lassen und dann hätten Sie sich aber einen Mann gesucht, der das vielleicht hätte, ich weiß es nicht. Das passte ja aber auch gar nicht zu dem, wie Sie sich gesehen haben, wie Sie auch sozialisiert worden sind, die Frau, die allein durchs Leben kommt. Ja. Das habe ich allerdings zu Laura auch immer gesagt. Sieh zu, dass du einen Beruf erlernst, mit dem du dich dein ganzes Leben lang alleine versorgen kannst und zur Not auch deine Kinder. Also, dass du nicht abhängig wirst davon, dass ein Mann dir Geld zur Verfügung stellt, damit du überhaupt existieren kannst. Das finde ich ganz wichtig, dass man für sich selbst sorgen kann und dadurch keine Angst hat, unterzugehen. Aber ich finde dieses Verwöhntwerden einerseits schön, andererseits denke ich auch, ja, also wenn ich bei Laura bin, dann wir machen Ausflug, dann fahre ich immer Auto, weil sie nicht Auto fahren kann. Und wenn irgendwas an dem Auto ist und ich sage, wo war denn das, warum geht denn das hier nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht, obwohl das ihr Familienauto ist. Also das finde ich dann schon manchmal ein bisschen lästig. Ich fahre Auto, ich fahre Fahrrad. Und lästig, ja, dass da so gar nichts kommt. Ich bin einfach nicht patent, nein. Also sie kann sehr gut, sie ist relativ ordentlich in der Wohnung, sie saugt sehr gerne Staub. Macht Fotoalben, sowas. Also sie ist jetzt einfach keine sehr häuslichen oder solche Qualitäten besitze ich nicht. Das ist aber weil ich es aber auch das nicht war gelernt ja auch hab. Das hat meine Mutter konnte schon nicht nähen, ich auch nicht. Das kannst du auch nicht. Nee, also sowas. Darum geht's ja auch gar nicht so sehr, ne? Aber diese Verwöhnung, also das finde ich sehr schön, dass sie das hat, aber manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja. Also ich finde schon, sie sollte sich um manche Dinge auch selbst kümmern können. Das finde ich manchmal ein bisschen unbeholfen. Das weiß ich auch selber. Okay, dann ist ja gut. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, der Tod Ihres Mannes, deines Vaters, hat euch das zusammengebracht? Die Menschen trauern ja unterschiedlich. Nee, erstmal gar nicht. Wir haben uns in dem Jahr danach mehr gestritten als je zuvor, obwohl wir uns nie gestritten hatten davor eigentlich. Also ich gehe ja Konflikten gerne aus dem Weg und Laura war es dann auch nicht wichtig, sich mit mir zu streiten und mir war es auch nicht wichtig. Also wir haben uns früher nie gestritten und in dem Jahr, als dein Vater gestorben ist, haben wir uns sehr, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich dann lange bei Laura war, weil sie gerade Kinder geboren hatte. Die waren sehr, sehr klein, die waren 2-3 Monate alt und ich bin dann einfach zu ihr gezogen für ein paar Wochen, um aus meiner leeren Wohnung zu entkommen und ihr natürlich mit den Zwillingen zu helfen, die jede Art von Aufmerksamkeit natürlich brauchten. Und dadurch waren wir eben sehr viele Stunden beieinander und haben uns dann auch öfter verhakt. Also ich war traurig und sie war aber auch traurig, aber auf eine andere Art und Weise. Und sie war dann wahnsinnig pampig zu mir und ich habe gedacht, warum sieht sie nicht, dass mein Leben jetzt vollkommen neu sortiert werden muss? Und sie hatte wahrscheinlich ihre eigene Art von Traurigkeit, die ich gar nicht gesehen habe, weil ich zu sehr mit meiner eigenen beschäftigt war. Also wir sind sehr aneinander geraten in der Zeit und hatten
mussten ja erstmal wieder eine neue Rolle innerhalb des Familiengefüges finden, ja. Früher war es ja so, wir haben gesagt, bei uns wird Weihnachten gefeiert, die Kinder kommen, alle kommen zu uns, wir hatten auch Freunde da und Gäste und Familie. Und plötzlich war das alles nicht mehr so. Und dann habe ich zu ihr mal gesagt, Laura, jetzt bist du die Chefin. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will aber nicht die Chefin sein. Nee. Dann habe ich gesagt, ist aber so. Nach demjenigen, der Kinder hat, richtet sich eben die Familie. Und es ist auch heute so, dass es alles über Lauras Familie bestimmt wird, weil eben da Kinder sind und man sich nach den Kindern, ich richte mich gerne nach Kindern. Aber dass ich erstmal ein Leben alleine leben musste. Ich war 38 Jahre mit meinem Mann zusammen und davor 5 Jahre mit einem anderen Partner. Und davor habe ich ein Jahr in einer WG gewohnt und davor bei meinen Eltern. Und ich habe nie in meinem Leben alleine gewohnt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Mann gestorben ist. Und das war sehr, sehr schwer zu lernen. Und nicht umsonst redet man vom Trauerjahr. Und nach dem Trauerjahr kommt noch mal so ein halbes Jahr, wo man unsicher ist. Und dann fängt langsam an, so ein neues Leben Gestalt zu nehmen. Dass man merkt, jetzt bin ich alleine, jetzt mache ich das. Also ich habe dann sehr viele neue Aktivitäten angefangen. Ich habe dann Spanisch gelernt, habe einen Chor angefangen, singe in einem Chor sehr, sehr gerne. Chor singen macht gute Laune. Ich spiele wieder Klavier, ich nehme wieder Klavierstunden und arbeite jetzt auch nicht mehr, was sehr angenehm ist. Also. Naja, darf ich noch einmal was fragen? Hatte jede von Ihnen nach dem Tod, ich sag mal Helmuts Tod, das Gefühl, den größeren Verlust erlitten zu haben? Vielleicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich denke natürlich, dass ich den größten Verlust erlitten habe. Laura hat ja ihre Familie noch. Die hat Kinder und einen Mann und lebt ihr Leben. Und ihr Leben ist ja dadurch, sie hat ja vorher auch nicht bei uns zu Hause gewohnt, sondern sie lebt ja ihr Leben weiter. Aber einen Vater gibt es natürlich auch nur einmal. Ne? Ja, ja genau. Mann kannst du ja nochmal heiraten. Mann kann man ja nochmal austauschen. Kannst auch viermal heiraten, wenn es nach mir geht, Mama. Ich feiere das alles. Nein, also im Ernst, wahrscheinlich, die Frage ist sehr gut, Ildiko, weil ich glaube, das stimmt, dass man innerlich denkt, ja, wieso, ich hab's doch viel schwerer. Ist doch mein Papa ist doch weg. Ich bin doch jetzt halbweise sozusagen. Und auch weil ich ihm ja so nah war und ich eben vermutlich noch und das auch nicht gesehen habe. Natürlich ist es für dich schwerer, weil dein Leben sich umstellt. Aber ich war auf einmal Mutter geworden. Ich hatte Frühchen. Ich hatte 2 Kinder, die im Krankenhaus lagen. Mein Sohn auf der Intensivstation, meine Tochter auf der normalen Station. Mein Vater lag im Sterben, ist dann gestorben. Ich war aus der Kanzlei raus, weil ich ja Mutter, also ich war im Mutterschutz dann. Und ich hatte wirklich das war wirklich so, als wären alle Spielfiguren auf so ein Brett umgefallen. Und auf einmal, ich war zu Hause, ich fühlte mich stuck. Also man ist ja eh als Frau dann, man wird Mutter und man denkt auf einmal so, Gott, worüber definiere ich? War davor so eine autonome Rechtsanwältin und der Vater war noch weg und dann hatte ich noch eine Mutter, die auch noch quasi an mir gesaugt hat, wo ich doch schon 2 Säuglinge hatte und die auch noch Aufmerksamkeit brauchte. Und ich dachte, ich kann das gerade nicht, ich kann gerade selber nicht stark sein, ich kann das gerade gar nicht leisten, ich kann nicht für alle gerade da sein, weil ich selber auch nicht klarkomme und mich das so belastet hat mit meinen Kindern und diesem Krankenhaus und diesen Schläuchen und dieser Angst davor, da nie rauszukommen und auch nie wieder ein normales Leben führen zu können, wenn die Kinder krank sind, dass wir haben uns da wirklich sehr, sehr, sehr heftig gestritten, wie noch nie zuvor, weil wir wahrscheinlich tatsächlich dieses Gefühl hatten, wie in so einem Wettbewerb der Traurigkeit, wer hat jetzt mehr Recht, wer darf schwächer sein, wer muss sich jetzt um wen kümmern, du bist doch meine Mutter, du musst mich doch trösten. Und sie hat wahrscheinlich gesagt, wozu habe ich eine Tochter, bei der ich jetzt wohne, die könnte doch mal sich um mich kümmern. Das ist interessant, wie alleine man dann doch auch mit der Trauer um denselben Menschen ist. Man ist total alleine in der Trauer. Ja. Das ist ja überhaupt so eine Erfahrung. Das ist so, ich habe mir das mal klar gemacht. Mein erster Lebensgefährte ist ja tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Und dann war ich ja auch so alleine. Und dann habe ich mir das mal klar gemacht und habe gedacht, das ist wie, wenn dir ein Zahn gezogen wird. Nur du hast die Schmerzen. Deine Freundin kann sagen, ach du Arme, das tut mir leid, kann ich dir eine Tablette bringen? Aber Schmerzen hast nur du. Und wenn du einen geliebten Menschen verlierst, hast nur du die Schmerzen. Alle anderen können sagen, soll ich dir eine Suppe bringen oder wollen wir zusammen was machen? Aber den Schmerz haben die nicht. Ja, aber hier hat eine Tochter ihren Vater verloren und eine Frau ihren Mann und das ist ein unterschiedlicher Verlust. Und auch das schweißt dann in dem Moment zusammen. Gar nicht zusammen. Nee, überhaupt nicht. Nee.
obwohl es dann ja, jetzt sind wir ja ganz eng und auch enger, als wir zu Lebzeiten von Papa waren. Ja klar, auch weil du in einer anderen Lebensphase warst. Das ist natürlich auch sowas, dass wir das Buch jetzt gemacht haben, hängt sicher auch damit zusammen, dass Laura jetzt etwas älter ist. Also als sie 25 war, da hat sie natürlich auch nicht mehr bei mir gewohnt und da waren wir auch nicht, also wir waren immer eng, sie hat mich auch viel gefragt oder uns viel gefragt, aber es war nicht so, wie es jetzt ist. Und so ein Kapitel wie älter werden kann ich auch nur mit ihr machen, weil sie ja auch schon älter geworden ist. Sie hat ja auch schon Erfahrung gemacht, dass sie nicht mehr 20 ist und auch nicht mehr 30 ist. Und mit einer 25-Jährigen kannst du darüber nicht so gut sprechen. Und das ist natürlich schön, dass man... Und du hast mir auch die Angst ein bisschen genommen, weil ich schon... Mein Vater ist so wahnsinnig ungern alt geworden und hat darunter so gelitten, unter diesem Bedeutungsverlust. Alpha, ja, Bedeutungsverlust und Bedeutungs- und Kraftverlust. Ja. Das ist ja dann bei berühmten Menschen, altert man ja auf zwei Ebenen. Ja. Einmal die Berühmtheit wird weniger und dann die Kraft und die Schönheit und so. Stimmt. Und so. Also, und du hast mir, das finde ich sehr toll und sehr beneidenswert und auch für mich erstrebenswert, wie du mit deinem Älterwerden umgehst und wie unbeeindruckt du davon bist und dass du dich deswegen gar nicht stresst oder verrückt machst oder irgendwie sagst, ich muss jetzt hier irgendwie noch auf jung machen, was ja auch okay ist. Also ich hoffe, dass ich so gelassen bin, wenn ich 69 bin wie du. Aber darf ich kurz mal was zitieren aus dem Buch Armgard? An meinem nächsten runden Geburtstag werde ich 70. Ich habe noch nie so viel Panik vor einem Geburtstag gehabt. 70 hört sich schon ziemlich nah am Grab an. Wie viele Jahre bleiben mir noch? Das klingt jetzt nicht so gelassen. Und dann, danach wollte ich nämlich fragen. Finde ich auch wirklich. Mich aber überrascht, der Satz. Im Großen und Ganzen ist sie doch eigentlich sehr glücklich. Im Großen und Ganzen finde ich mein Leben jetzt natürlich viel entspannter als zu der Zeit, als ich kleine Kinder hatte und im Beruf mich durchsetzen musste. Und auch noch 1000 andere Baustellen im Leben hatte. Aber jetzt habe ich auch viel mehr Gelassenheit zu sagen, nö, da gehe ich jetzt nicht hin oder ich gehe um 10 Uhr schon da weg, weil mir die Party nicht gefällt. Oder ich sehe das ganz entspannt. Ich mache sehr viele Sachen, die mir sehr viel Freude machen. Und ich habe jetzt so viele Möglichkeiten, die Sachen zu erleben, auf die ich Lust habe, wie selten zuvor, obwohl ich auch beruflich viel erlebt habe, was mir große, große Freude gemacht hat. Aber ich finde, wenn ich sage, ich werde 70, das hört sich gruselig an. Gruselig. Meine Oma ist mit 73 gestorben und also zwischen 70 und 80 sterben noch ganz viele Leute. Also klar, ich bin gesund und ich bin fit, aber ich hatte vor 4 Jahren auch eine Hautkrebsdiagnose, das kann ja auch mal zurückkehren. Und ich finde, also manchmal denke ich noch 20 Jahre, oh Gott, in 20 Jahren bin ich 90. Oh weia, da kann ich da überhaupt noch laufen? Ja, über sowas würde ich versuchen, möglichst wenig nachzudenken. Ja, ich versuche das auch, ich denke da wenig drüber also nach. Also Sie haben eigentlich Angst Angst vor dem 70. nicht... Eigentlich aus Liebe zum Leben. Ja, ja, total. Natürlich, weil ich nicht denke... Nicht aus Lebensmüdigkeit? Nein, überhaupt nicht, weil ich denke... Wann kommt, dass es vorbei ist. Das ist ja auch schön. Das ist dann fast eine gute Angst, zu sagen, oh nee, nicht schon 70, weil ich will eigentlich noch 50 Jahre. Ja, ich weiß noch mal, mein Vater hat auch auf dem Sterbebett noch so was gesagt wie, ach, wenn doch alles noch einmal von vorne beginnen könnte. Ja. Und ich glaube, ich habe auch nicht so große Angst vorm Älterwerden, wahrscheinlich etwas mehr als meine Mutter, weil haben wir ja schon thematisiert, Bedürftigkeit und Optik und als Frau und wann helfen mir noch, ich reise sehr viel beruflich in der Bahn. Ja, mir wird immer geholfen. Gut, ich bin auch ein freundlicher Mensch, ich versuche immer auf Menschen freundlich zuzugehen, ich lächle im Supermarkt, ich bekomme sehr viel Freundlichkeit zurück, weil ich glaube ich ein positiver, also letzte Woche schrieb mir auch einer, ich habe was moderiert und ein Schauspieler schrieb mir, wow, so viel Fröhlichkeit erlebt man in diesem Land selten, wie du ausstrahlst und ich hatte mal einen Praktikant in der Kanzlei, der hat mir gesagt, Laura, ich möchte dir danken, nicht für die Ausbildung, die du mir gegeben hast, aber du hast mir gezeigt, dass man selbst in einer Wirtschaftskanzlei noch Lebensfreude versprühen kann. Schön, und das hat mir ganz viel bedeutet von diesen Praktikanten. Jedenfalls, ich habe natürlich auch Angst davor,
als Frau und gesellschaftlich und kann man, wann ist man dann noch wie im Geschäft und im Game und im Fernsehen und so weiter. Aber vor allem möchte ich nicht, dass es vorbei ist. Also ich bin wie du, ich liebe das Leben so sehr, dass ich denke, ich möchte auch gar nicht mit irgendetwas aufhören. Also, na ja, mit dem Rauchen könntest du schon aufhören. Unk, unk von der Seite. Meine E-Zigaretten sind sehr gesund. Ja. Die sind quasi ein Smoothie. Träum weiter. Ist dein Vater, ihr Mann, ist der gern gestorben? Nein. Nein. War auch zu früh ja, für ihn. Natürlich. Ja. Der hat auch sich am ja. Leben. Naja, doch, 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 doch. Also seine Mutter zum Beispiel hat, die hat jetzt reicht's auch. Ja, ja, die hat auch gesagt, ich habe jeden Tag Schmerzen, wenn ich aufstehe und mir tut alles weh und alles ist so mühsam und die wollte nicht mehr leben. Mhm. Also kenne ich schon, habe ich auch schon öfter aus einem Bekanntenkreis gehört von älteren, alten Menschen. Ja, auch selbst wenn, das aber dann so akzeptieren, dass man sagt, mein Leben war gut und dann ist es jetzt, aber so war natürlich, so nee, wie sie ihn beschreiben, Helmut Karasek, überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, der hat tierisch Angst davor gehabt zu sterben. Also nein, er hat gesagt, er hat, ich habe keine Angst vor dem... empfunden. Ja, natürlich, ja. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben. Was dann aber ganz... Ich habe vor beidem Angst. Ich kriege Panikattacken, wir müssen das Thema wechseln. Ja, ich finde auch, Ich kriege da wirklich Panikattacken. Ja. Das, weil dir das so nahe geht. Das ist auch was euch unterscheidet. Sie sind eine ganz gute Ausblenderin, Verdrängerin solcher Themen und du sitzt hier schlotternd, weil du auch dich nicht so gut schützen kannst. Ne? Vor Themen, vor Verletzungen. Mir wird dann richtig schlecht, manchmal nachts im Bett und dann strecke ich es hoch und dann rufe ich laut so, nein! Weil ich dem Tod widersprechen möchte, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass alles, was jetzt existiert, also ja, ich möchte da gar nicht... Laura sitzt auch im Flugzeug und stellt sich vor, dass gleich ein riesiges Unglück passiert, wohingegen ich da einsteige, mir eine Zeitung oder ein Buch nehme und denke, oh, jetzt hast du mal 2 Stunden Zeit zu lesen und kümmere mich überhaupt nicht, ob das rumpelt oder nicht. Und Laura kann an nichts anderes denken, als dass sie jetzt... Dass das abstürzt und wie ich frage mich dann immer, wie fühlt sich jemand, der weiß, dass er gleich stirbt? Was denkt jemand, der weiß, dass er gerade stirbt? Ja. Genau, mir hat das sogar mal eine diagnostiziert, die hat gesagt, das ist so eine kreative Blabla-Angst. Also wenn man so zu viel Vorstellungskraft hat. Für bestimmte Ängste muss man. Also ich kann ja noch nicht mal den Tatort oder sowas gucken. Also ich kann keine Krimis lesen, keine Sachen gucken, weil das macht mit mir. So, ich nehme es eigentlich immer unseren Eltern auch übel, dass sie uns von Hitchcock mal die Vögel gezeigt haben und sowas. Also sowas beschäftigt mich monatelang. Ich habe Psycho gesehen, da war ich zu jung, da konnte ich mir monatelang die Haare nicht mehr richtig waschen, weil ich die Augen immer unter der Dusche aufgelassen habe. Siehst vor lauter Angst. Ja, ja. Du verstehst mich. Ja, ich verstehe dich. Und was ich auch hatte, aber dass ich eben älter bin als du, dieses... Ganz oder gar nicht. Ich will viel fühlen. Ich will das große Gefühl und so. Oh, denke ich jetzt, lass den Kleinen mal reden. Vielleicht wird es ja bei Laura auch mal anders. Bloß nicht Mittelmaß, bloß nicht durchnehmen. Jetzt möchte ich aber wirklich, was mich auch sehr berührt hat, noch kurz was lesen aus dem Buch und dann über diese Stelle noch sprechen. Armgard sagt, das Glück liegt in der Mitte. Das hört sich vielleicht spießig an, aber ich glaube, wenn du sehr weit von der Mitte entfernt lebst, hast du niemanden mehr, mit dem du deine Erfahrungen teilen kannst. Und Laura sagt, du hast immer gesagt, dass das Glück im Normalen liegt. Ich habe den Satz lange nicht verstanden oder nicht wahrhaben wollen. Für mich war das reißende Glück nur außerhalb der gesitteten Ordnung der Normalität, außerhalb des Gewöhnlichen möglich. Ich empfand die Mitte oft als zu banal. Vielleicht habe ich auch deswegen das Extreme so gesucht. Das ist aber noch nicht vorbei, oder? Du klingst hier klüger, als du bist. Ich bin nicht ganz so dumm, wie ich aussehe. Aber das finde ich schön. Du klingst hier klüger als du. Ja, weil du hast die Mitte, du liebst die Mitte noch nicht so sehr wie Armgard und ich. Nein, tust du nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich euch beneide oder bemitleide. Ja, verstehe ich gut. Also ich hätte mich bemitleidet. Ich finde es auch bemitleidenswert, weil ich finde mein Leben wirklich, es ist anstrengend und aufreibend, aber es ist wirklich aufregend. Und ich habe das Gefühl, in mir wohnt eine Horde pubertierender Teenager, die alle jeden Tag noch irgendwie Apfelkorn trinken und sich frisch verlieben wollen. Und ich finde das schön. Ich weiß, damit einhergeht auch eine große
Selbstzerstörung oder dass ich immer nicht gut bin zu meinem Körper und zu wenig schlafe und so und natürlich mich da auch zu dieser Selbstzerfleischung aussetze, wenn jemand nicht auf meine WhatsApp antwortet oder wenn... Wie du sagtest, der hat nur liebe Grüße geschrieben. Ja. Warum nicht Herz? Ja. Hör mal, das verstehe ich. Aber und vor allen Dingen, wenn ich liebe Grüße schreibe, dann könnte ich genauso schreiben, du Arsch. Genau, war ich? Ja, ja, ich schreibe immer liebe Grüße. Liebe Grüße ist für mich, das ist, das dann zeige ist ein ich jemanden, ich bin wirklich auch ein bisschen sauer. Ja, das ist ein Mittelfinger. Oh, das ist ein WhatsApp-Mittelfinger. Doch mal das ist, dann kann man direkt ein Emoji, wirklich, oder du deutest so Emojis, also man kann da ja ganze Sekundärhefte, also man kann da Reklamhefte zum Interpretieren von WhatsApp. Und ich kann mich eben wahnsinnig in so etwas reinsteigern, auch leider natürlich in negative Dinge, wie warum antwortet er nicht, warum schreibt er nicht, warum ghostet er mich, warum ist das nicht, ach guck mal, der habe ich doch das Buch geschickt, also gerade in so einer Promophase, die eh so erbärmlich ist, weil man wie so eine Litfaßsäule sich dauernd anbiedern und anbieten muss und immer sagt, hey, mein Buch und guck mal. Und dann ist man enttäuscht, weil man denkt, oh, für den habe ich doch auch mal was gemacht. Wieso bin ich zu uncool? Und jetzt pusht der mich, oh, der will nicht über mich schreiben. Oh, die laden mich nicht ein, die finden mich scheiße. Das klingt toll. Wirklich, so richtig, aber das klingt super. aber, jetzt kommt das Aber. Ich bin davon überzeugt, dass ich so krasse Glücksgefühle habe, wie fast kein anderer Mensch, den ich kenne, weil ich so viel empfinde und mich so unermesslich freuen kann. Und das ist der Preis. Das ist der Preis. So ist es halt. Ich möchte gar nicht so sein wie ihr. So, also du tust genau jetzt so... das ist meine Rede noch vor 5 Jahren. Wie hast du das geändert? Da würde ich jetzt gerne mit Ihnen, Armgard, nochmal sprechen, über die Liebe zur Mitte, die da entsteht, zum Gewöhnlichen. Ich finde das Gewöhnliche nicht... Schön. Ja, also oder das hört sich jetzt so, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf die Tonne hauen, aber das hört sich jetzt so an, weil du sagst, dein Leben ist so spannend. Also ich würde über mein Leben sagen, dass ich ein unglaublich spannendes Leben hatte und habe. Ich habe unfassbar viele Menschen getroffen und ganz tolle Erlebnisse gemacht. Ich habe, glaube ich, ein Drittel aller Länder der Welt bereist. Ich habe ganz viel gemacht, was wahnsinnig anregend und aufregend ist. Ja, aber du hast trotzdem nicht so viel gefühlt wie ich, weil du einfach... Weißt du doch gar nicht. Also ich war ja auch so eine Vielfühlerin. Und ich habe den Eindruck, dass das... Ich mag eigentlich die Entwicklung, die mit mir vonstatten geht. Ich werde ernsthafter, ich werde etwas müder. Ich gehe aber auch lieber ins Bett. Für mich ist ein großes Glück mittlerweile, wenn ich rechtzeitig ins Bett gehe und ins da Buch bin ich noch nicht, Ildiko. Und ins Buch gehe. Nee, ich gehe nicht rechtzeitig ins Bett. Damit ich länger lesen kann. Ich muss halt früh aufstehen. Ja. Und dass sich das Glück so verschiebt und ich belächle heute Menschen wie dich. Ah ja. Aber so ein bisschen von oben herab. Also nett, nicht verachten, sondern nett. Ja, weiß ich. Die hat es nur noch nicht geschnallt. Ja. Weil ich weiß, dass es... Ich weiß, wie du denkst und ich weiß, dass ich so gedacht habe und ich weiß aber, wie gut ich mich jetzt fühle mit manchen Routinen, mit eben um 10 nach Hause zu gehen, wenn die Party mir nicht gefällt und sie mir nicht schön zu saufen. Ich sauf sie mir schön. Genau, und ich trinke nichts mehr seit 3 Jahren, das hat natürlich auch viel verändert. Oh, warum? Weil ich bin auch der Typ für zu viel und auch zu viel Alkohol. Also, und wo ich dachte, nee, ich will hier irgendwie... Fehlt es dir? Ja, manchmal schon. Mir fehlen aber nicht die schlechten Partys, die ich mir schön gesoffen habe. Mir fehlt das Glas Wein beim Essen, beim Kochen. Oder also sozusagen dieses, wenn es eh schon gut ist, dann noch ein Glas Wein. Eben, weil es ist ja ein Verstärker. Ja, aber die langweiligen Gesprächspartner, die will ich mir nicht mehr schön trinken oder interessant trinken. Ich hätte so viel versäumt ohne Alkohol. Ich glaube, das ist die Frage, weil das, erstens erinnere ich mich an ganz viel, gar nicht mehr, wenn ich ordentlich getrunken habe. Und dann ist ja die Frage, sind das wirklich so diese geilen Partys, wo man so betrunken ist? Ich trinke ja seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr, aber als ich noch Alkohol getrunken habe, hatte ich ganz viele ganz schreckliche Erlebnisse. Ich bin aus der Kneipe gestolpert und bin im Rinnstein gelandet, mit dem Kopf auf dem Steindamm und bin da einfach auch liegen geblieben. Kann man wirklich nicht über Alkohol reden, weil du trinkst einfach seit über 40 Jahren. Ja, aber ich habe ja mal 10 Jahre lang getrunken und war sehr oft betrunken. Ich hatte den Kopf in der Toilette hängen und die Haare hingen in dem Klowasser. Das ist einfach eklig. Das ist nicht der Cap San Diego und der Typ, in den ich verliebt war, hat mich gefunden in meinem eigenen Erbrochenen und so. Also ja, das war, wow. Ja, aber, schöne Erlebnisse. Aber was ich damit sagen will,
fehlt mir schon. Eben. Also den Rausch hat man halt auch nicht mehr. Den dieses sich dem hingeben und diesen Kontrollverlust und sich selbst ein bisschen verlassen und sich abgeben, wie so ein, man ist dann mal kurz und sich auch andere Dinge trauen, sich andere Dinge sagen, sich vielleicht auch eine Nähe vorgaukeln mit jemandem, die man gar nicht hat, mit einer Freundin oder es wird super emotional oder es, oder eben sich etwas schön saufen und man hat ja die, es macht ja nichts. In dem Moment ist es ja schön. Ist mir doch egal, ob ich es mir schön gesoffen habe. In dem Moment empfinde ich es ja als authentisch. Ja. In dem Moment denke ich ja, ich habe diese Gefühle. Ich habe mir auch früher Jungs, ja, dann hat man noch geknutscht und dann hat man gedacht, gut, nüchtern hätte ich den vielleicht nicht geküsst, aber es war ja trotzdem kein Idiot und so ein Kuss ist ja trotzdem was Aufregendes. Ich hätte deutlich weniger Sexualpartner gehabt. Das wollte ich sagen, das hätte ich alles versäumt. Ja, aber ist das ein Versäumnis? Doch, total. Man muss das alles mal mitgenommen. Also ich finde das auch. Ich finde aber, dass ich jetzt mit Mitte 50 oder Armgard vielleicht mit bald 70 kann man auch in eine andere Lebensphase reingehen, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr meins. Ohne das, und zwar ohne von dir bedauert zu werden. Oder sagt, du bedauerst mich, ich belächle dich. Aber jetzt möchte ich ja doch mal von Armgard was über die Mitte erfahren. Ja. Ich habe einige, sagen wir mal, fangen wir mal beim Geld an. Ich habe einige Bekannte, die sehr, sehr viel Geld haben, im Laufe meines Lebens gekannt und es hört sich jetzt doof an, aber alle waren unglücklich. Die mag mich nur wegen meines Geldes und so weiter. Es ist wirklich so, dass es nicht glückverheißend ist, wenn man über sehr viel Geld verfügt. Auf der anderen Seite ist es genauso. Reich Ranitzky hat gesagt, ich weine lieber im Taxi als in der Straßenbahn, weil es immer schön ist, wenn man eine bestimmte Summe Geld hat. Aber wenn man gar kein Geld hat, ist man oft auch unglücklich, weil man so vieles gerne hätte, was man sich nicht leisten kann. So, das ist schon mal ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich schön ist, in der Mitte zu schwimmen. Ich hatte mal ich war ja immer sehr eng mit den Kollegen, hatte mal einer aus dem Kollegenkreis ist dann Ressortleiter geworden und von da an sind wir nicht mehr mit dem Essen gegangen. Der war dann über uns. Wir waren die Gruppe der anderen und der hat sich dann halt geärgert. Also das heißt, ich finde, es liegt sehr viel Glück darin, wenn man Erlebnisse, Lebenserfahrungen, Termine, Ausgehsachen mit Menschen teilt, weil sie Ähnliches erleben, weil sie sagen, oh, war das nicht eine tolle Party? Da haben wir, ihr habt gesoffen, ich habe dann was anderes gemacht oder so, weil man eben auch. Haben wir alle noch Wetten, das geguckt. So ja, und das ist sehr schön, wenn man mit Menschen etwas teilt, wenn man Freundinnen hat, die zur selben Zeit Kinder haben wie man selbst und nicht Freundinnen, die eben gar keine Kinder haben oder deren Kinder schon groß sind. Es ist sehr schön, wenn man über ähnliche Urlaube reden kann mit Freunden. Oder ähnliche Krankheiten. Ich möchte auch keine Krankheit haben, die noch nie jemand vorher hatte. Ja, genau. Oh, wenn man über, da möchte ich nichts Besonderes sagen. Dazu ist noch nichts erforscht. Nee. Bei der Krankheit möchte man jetzt nicht außergewöhnlich sein. Nein, und ich möchte auch nicht. Da mag man den unauffälligen Befund, wobei ich unauffällig sonst eher ein Adjektiv ist, was ich nicht gerne im Zusammenhang mit mir höre. Nee, unauffällig möchte ich auch nicht sein. Aber bei Krankheiten schon. Ja, ich oder bei dieser Leberfleck ist unauffällig, das hört man doch gerne. Ja? Aber Laura ist so unauffällig, nicht so gern. Ja? Kommt darauf an, womit man auffällt. Also ich zum Beispiel wollte nie mit Optik so sehr auffallen. Ich möchte aber mit gehört Witz werden. Ja. Mit Witz, mit Intelligenz im besten Natürlich, Fall ein bisschen oder so. Also man, das, auch man immer kann gerne ja mit Witz auffallen, aber leider ist nun mal die Optik auch oft eine Eintrittskarte, dass man überhaupt gehört wird oder überhaupt einen Witz erzählen darf. Und sie bietet sich jetzt bei dir nun an. Warum soll man sich jetzt da auch nicht das, was man in der Wiege das wollte hat, ich jetzt gar nicht machen? Naja, aber also ich finde das schon bedauerlich, dass es natürlich etwas ist, da ich halte mich für relativ lustig, vor allem für eine Frau, nein. Aber es ist eben so, es gibt eine Umfrage, in der wurden Männer und Frauen gefragt, was ihnen am wichtigsten ist bei der Partnerwahl. Und Männer wie Frauen haben gesagt, Humor. Frauen meinen damit, dass der Mann sie zum Lachen bringt und Männer meinten damit, dass die Frau über ihre Witze lacht. Und das sagt ja schon alles. Und ich habe das Gefühl, mein Humor hat mir von all meinen Eroberungen und ich hatte tolle und hotte und wunderbare Männer, ich glaube, mein Humor hat vielleicht einen von denen ins Bett gekriegt, aber alle anderen habe ich durch was anderes. Und das ist eigentlich traurig. Das müssten wir ändern. Ja. Und dann fragen wir uns ja, warum brezeln sich Frauen auf oder warum punkten Frauen mit diesem oder jenem? Ja, weil es halt leider so ist, dass eben diese Währung so ist. Also klar, du willst ja letztlich keinen Mann, der nicht über deine Witze lacht. Also im Grunde ist es ja von den Signalen her schwierig, weil du ja die Zielgruppe nicht erreichst, die du erreichen möchtest. Ich war eine Zeit lang mal blond und ganz schön. Ja, stimmt, und ich erinnere mich. Ja, du und warst da fanden mich aber dann Typen gut,
die fand ich nicht gut. Also das war sozusagen so ein Interessenskonflikt. Ich habe Signale ausgesendet an die falschen Empfänger. An die falsche Zielgruppe. Ja. Du liefst im falschen Programm. Wie wenn du auf RTL 2 läufst. So ja, ist das dann, wenn man blond ist. Ja. Ja. Schön, dass ich blond bin. Ja, du willst aber Literaturkritik machen und hast aber jetzt blöderweise nur den Sendeplatz auf RTL 2. Genau, ist scheiße. Ja. Ja. Da hatte ich nie eine... Ich habe immer, und ich nehme an, dass es bei Ihnen ähnlich ist, ich hatte immer die richtigen Männer. Weil ja, ich hatte auch immer die richtigen Männer. Und geht dir das auch so? Oder wenn du ehrlich bist, müsstest du sagen, dass du doch ziemlich viele Männer vielleicht dann auch angelockt hast, die überhaupt nicht für dich in Frage kamen. Die nervig sind. Weil sie selber Witze erzählen wollten und nicht über deine lachen. Ich kann gut mit Männern umgehen, die sehr dominant sind, weil ich das eben von zu Hause kenne, dass, und die Eltern eben gleichberechtigt waren. Das heißt, ich habe nie gedacht, ach so, wenn der Mann stark ist, dann muss ich leise sein, sondern okay, ich kann es... Du ordnest dich nicht unter. Überhaupt nicht. Ja. Und die meisten Männer, die das toll finden, sind genau die Männer, die ich heiß finde. Weil das finde ich total hot, wenn ein Mann so souverän ist und so selbstbewusst, dass er eben nicht sagt, ich brauche eine Frau, die ich irgendwie so... Die so kuscht und die rumkommandieren kann oder so, sondern der eben sagt, ich will genau das, ich will genau die Provokation und ich will genau die Herausforderung. Und solche Männer habe ich schon auch, ich habe auch welche vergrault, ich habe welche angelockt, ich habe mal die falschen angelockt, aber es war auch eine interessante Erfahrung. Und das ist ja auch eine Art von Rausch und das ist ja auch durch Alkohol, also alles, was man damit, ich kann mich auch mit Musik in so ein Gefühl rein manövrieren. Ja, also ich wollte immer, ich sag ja nicht, dein Leben war überhaupt nicht mittelmäßig, nee, Mama. Dazu aber wollte ich auch gerne noch was sagen. Ihr habt mich jetzt hier überquatscht. Ja, ja, stimmt. So, also ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Ich wollte einfach dieses emotionale Mittelmaß nicht. Ich wollte nicht sagen, ich bin so ausgeglichen und so. Also, emotionales so. Mittelmaß. So. Sind wir, Armgard, emotionales Mittelmaß? Ja, ich finde das sehr angenehm. Ich möchte, ich sage das auch im Buch, ich möchte mich weder als zusammengekrümmter Embryo auf dem Fußboden liegend sehen, weil ich gerade Liebeskummer habe. Das finde ich entsetzlich. So ein Mensch möchte ich nicht sein. Waren Sie aber auch nie? Nein. Ah, okay. Ja, ich das ist bei mir nämlich anders. Genau, nee, ich möchte so ein Mensch nicht sein, der auf den Boden krümmt. Ich möchte auch kein Mensch sein, der im Büro die Kollegen zusammenschreit, um nicht zu sagen, zusammenscheißt. Ich wollte immer irgendwie nicht ausrasten. Also ich raste schon aus, wenn es ungerecht ist oder so. Ich habe auch schon mich im Büro häufig über was beschwert und wurde dann auch laut. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Glück liegt in der Mitte, emotionales Mittelmaß meint oder Lebensführungsmittelmaß. Ich glaube, ich habe ein ungewöhnliches Leben geführt, was sehr, sehr viele Amplituden auch hatte. Und war froh darüber, dass ich das emotional ausgleichen konnte. Sehr, sehr froh darüber, dass ich mich da nicht mit voller Wucht reingeschmissen habe, wenn ich unglücklich war oder wenn es sehr, sehr aufregend war, dass ich bin so aufgeregt, ich muss jetzt da hier, oh nee. Also, dass ich mich damit habe mitreißen lassen. Ich habe immer versucht, das alles zu, dass ich es handeln kann. Und das finden Sie auch von der jetzigen Warte immer noch gut. Sehr angenehm. Weil sie sehr eine angenehm. Tochter haben, die weil es mir das Gefühl gibt, ihr verpasst so viel. Ich kann mit jeder Situation, die mir passiert, ganz gut umgehen. Und ich kann mit emotional übertriebenen Leuten umgehen. Ich kann mit Leuten, die gar keine Emotionen zeigen, gehe ich gar nicht um. Da gehe ich einfach weg. Es interessiert mich nicht, wenn Leute sehr flach in ihren Empfindungen sind. Aber ich möchte nicht zu denen Menschen gehören, die schreiend, wo bist du? Oder so. Oh Gott, also, was ich mich schon auf den Boden geworfen habe. Das finde ich so furchtbar. Ja, ich auch. Das ist mir aber das Interessante ist ja, da sitzt eine Armgard, eine Laura und du bist quasi von der Laura zur Armgard geworden. Ja, durch das Älterwerden. Aber möchtest du die Laura in dir missen, die du früher Nein, warst? Nein, das Siehst möchte du? Ich nicht. Das möchte ich tatsächlich nicht. Aber wenn ich meine... Hätte ich eine Tochter oder wenn ich meine Söhne betrachte, hätte ich lieber eine Armgard als eine Laura. Weil das Leben, denke ist anstrengend ich, auch mit dann doch, um eine Armgard muss man sich auch weniger Sorgen machen als um eine Laura. Das stimmt. Die Armgard ist gefestigter, aber sie, also ich habe schon, das finde ich auch toll an dir, Mama, du bist wirklich sehr stabil und ich habe schon neulich auch mal wieder, und das war was Banales, da hat was Berufliches nicht geklappt und das hat mich so dermaßen mitgenommen,
dass ich dachte, wie volatil ist meine Branche, wieso bin ich nicht, ich habe irgendwie, mein Leben ist toll, ich habe wunderbare Freunde, ich liebe meine Kinder, die sind gesund, ich habe irgendwie einen tollen Mann, ich liebe meine Bücher, ich liebe meinen Job. Und eine Sache hat mich so umgehauen, dass mich das echt erschreckt hat, wie zerbrechlich und wie verwundbar, also wie wenig gefestigt ich bin. Das dauert dann bei mir Gott sei Dank immer nicht lang, aber es hat mich schon 3-4 Tage richtig mitgenommen, ja, dass ich morgens immer aufwachte mit so einem Kloß im Hals, also wie so ein Liebeskummer früher, ja, fühlte sich das an. Und ich hat schüttelt den Kopf. Ja, und ich hatte früher auch ganz stark... Dann hat sie mich aber auch angerufen. Ja, da hast du mich auch eingeordnet und eine andere Freundin auch. Und das tut mir dann gut, wenn Leute dann sagen, Alter, wo sitzt du eigentlich, dass du denkst, dass immer alles klappt und was bist du vom Glück verwöhnt und so weiter. Aber das hat mich trotzdem nachdenklich gestimmt, weil ich dachte, wow, ich sollte eigentlich in meinem Alter, das dürfte mich nicht so berühren und das dürfte mich nicht so umhauen. Das dürfte mich nicht so fertig machen. Und das, ich hoffe, dass ich noch... Du hast ja neulich mal gesagt, dass du merkst, ich sage ja immer, du bist sehr wie dein Vater, dass du merkst, dass du dich mehr in meine Richtung entwickelst. Ja, das wollte ich sagen. Aber sie werden emotionaler. Ja. Und das sagten sie auch, sie sind weicher vielleicht geworden. Ja. Du wirst vielleicht etwas rationaler oder nicht mehr... Ich habe diese Gefühle immer noch und ich will die auch spüren. Und aber vielleicht nicht mehr so, ihnen so ausgeliefert sein. Vielleicht ist das auch, was das Alter automatisch dann ein bisschen mit sich bringt, dass man etwas mehr Distanz zu sich und den Ich kann mich Dingen zumindest gewinnt. Jetzt schneller wieder da raus... Ja. Selber so rausschälen aus diesen ganz starken... rastlosen, getriebenen, oh Gott, ich will das alles und wie klappt das alles und warum ist das jetzt nicht so und mir das, ich möchte aber dieses Berühren, ich möchte mir kein dickes Fell zulegen, weil wenn ich dieses Fell habe, dann geht ja auch alles andere nicht mehr durch. Weißt du ja gar nicht. Das redest du dir selbst auch ein. So, wenn ich hier so doll empfinde, dann empfinde ich auch da so doll. Nee, das heißt ja nicht, wenn du da lang gehst, musst du auch da lang gehen. Du kannst ja, jede Situation ist ja neu. Ja, aber du kannst ja, wenn du das Gefühl, das Emotionale versuchst, etwas einzudämmen, dann musst du ja an beiden Enden kürzen. Nein, du gehst ja nur auf die Situation jeweils ein. Also vielleicht verpasst du wahnsinnig viel, indem du nur auf die großen Gefühle gehst. Könnte ja auch sein. Das ganze Graue, was dir grau scheint, ist ja voller ganz tiefer Anregung. Glück, Anregung, aber auch der ganz Geruch tiefer. Einer Seife. Oh, wow. Nein. Ja, also das, ja, du sagst das jetzt so, aber tatsächlich ist natürlich die Fähigkeit, in solchen kleinen Dingen Glück empfinden zu können, wird ja immer wichtiger im Alter, weil dann fährst du nicht mehr nach Neuseeland oder dann reicht die Kraft nicht mehr für die Amplituden und vielleicht ist es so. Ich möchte noch zum Schluss etwas fragen, was auch gar nicht schön ist. Die stabile Mutter, von der du gerade sprachst, die ist ja zeitlich begrenzt. Also das bei deinem Vater, sagtest du, war die Zeit relativ kurz, der zunehmenden Schwäche, er starb dann bald, aber du hast da auch gesagt, dass es dir auch schon ziemlich, dass es ein komisches Gefühl ist für ein Kind, wenn der stark sein sollte und es immer war, an Stärke verliert und das, wenn Armgard, so Gott will, ja hoffentlich an die 100 wird, steht natürlich auch eine Zeit der Schwäche beiden bevor und ist das dann eine Form von Rollenumkehr und wie absolut, sehen Sie ich schon, der ja. entgegen? Meine Freundin arbeitet lange mit alten Menschen und die hat früher immer zu mir gesagt, den besten Rat, den ich dir geben kann, kümmere dich rechtzeitig darum, wie du leben willst, wenn du 80 bist oder 75. Nun nähere ich mich ja diesen Jahren immer stärker und mir fällt überhaupt nicht ein, wie ich leben will mit 75. Ich möchte einfach so weiterleben, wie ich immer gelebt habe. Und man kann das ja nicht planen. Sagen wir mal, wie bin ich mit 83? Kann ich da noch gut gehen? Bin ich da im Kopf noch fit oder so? Insofern kann ich auch nicht sagen, Laura, ich hoffe, wir können da noch viele schöne Reisen machen oder sowas. Und wenn ich hinfällig bin, wie kümmert man sich? Wie kümmern sich meine Kinder dann um mich? Das müssen die dann entscheiden. Also da möchte ich mich dann gar nicht reinhängen. Das ist eigentlich eine Frage, die an meine Kinder geht. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen, ich hoffe, das wird gar nicht passieren. Meine Mutter hat bis zum Ende ihres Lebens in ihrer eigenen Wohnung gelebt. Und Papa auch? Ja,
Also, na gut, ich habe ja nur, Papa hatte ja mich, ich war ja da. Ja, aber du hast dich ja jetzt auch nicht jahrelang um ihn gekümmert, das waren ja wenige Wochen. Gut, das weiß man ja nicht, wie das ist. Also das kann ich nicht sagen, weil jeder Fall individuell ist, sag ich mal, lässt jetzt das Hirn was eher... Was erwarten Sie? Also haben oder Sie, finden Sie das so ähnlich wie, Sie erwarten ja, dass Weihnachten mit Ihnen gefeiert wird? Ja. Haben absolut. Sie ähnliche Erwartungen, also gibt es sozusagen eine Erwartung an Verantwortungsübernahme, dass man sagt, ich habe dich großgezogen, jetzt kriegst du mich klein. Bis ich auf eine Art und Weise ist das der Vertrag, den man mit Kindern hat, ja, glaube ich. Und ich sehe das in all meinen Freundinnen so, deren, ich mal, bei meiner letzten Freundin in meinem Alter ist jetzt vor einem halben Jahr die Mutter gestorben. Also ich habe jetzt keine gleichaltrige Freundin mehr, die noch eine Mutter hat oder überhaupt Eltern. Und egal, wie schwierig die Situation mit den Eltern war, am Ende haben sich alle um ihre Eltern gekümmert. Ja. Alle sind haben Wohnungen aufgelöst, Heimplätze gesucht, die Eltern teilweise zu sich genommen. Und irgendwie ist das ist so unausgesprochen der Vertrag, den man mit Kindern hat. Auch wenn man weiß ja gar nicht, haben die denn selber noch Kinder im Haus? Sind die dann selbst gesund? Können die sich überhaupt kümmern? Sind die in der Lage, sich das zu finanzieren, was dann vielleicht auf einen zukommt? Man weiß es nicht. Also ich mache mir darüber also wenig Gedanken. Ich mache mir natürlich gewisse Erwartungen gibt's. Ja. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, sind irgendwann lässt man los und lässt sich fallen und sagt so, jetzt seid ihr dran. Ich kann nicht mehr. Ich bin alt und schwach. Denke ich mir so. Ich bin es ja noch das nicht. Das wird Ihnen mit Sicherheit auch nicht besonders leicht fallen. Ne? Nee. Natürlich nicht. Ich kenne viele alte Leute, also auch bei meiner Schwiegermutter oder bei Leuten aus der Generation meiner Mutter war es so, die gesagt haben, ich will meine Kinder nicht belasten, ich will meinem Kind nicht auf der Tasche liegen, ich will keine Hilfe von meinem Kind. Wo ich immer gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ja. Ist doch dein Kind. Mhm. Sei doch nicht so... Nun, Sie sind einfach keine Frau, Sie haben ja nie viel Hilfe in Anspruch genommen und ihn verwöhnt. Mir würde es auch überhaupt, ich will liege meinen Kindern gerne auf der Tasche und würde auch mich pflegen lassen. Du hättest wahrscheinlich damit auch kein Problem, du lässt dich ja jetzt schon pflegen. Ja, ja, aber wo bin ich denn dann, wenn Laura sich jetzt schon pflegen lässt? Ja, das meine ich. Also mit wie viel Sorge siehst du dieser Rollenveränderung entgegen, der schwachen Mutter, die irgendwann auf dich zukommt? Ich versuche, das so weit wie möglich wegzuschieben, weil ich sowieso glaube, dass alles, was wir Menschen hier tun, das habe ich ja auch gelesen bei der Lesung, eine Art Beschäftigungstherapie ist, nämlich wir versuchen uns davon abzulenken, dass wir alle sterben müssen. Und ich werde mich dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Denke ich auch, vielleicht fällt mir ein Stein auf den Kopf und ich bin tot und dann muss ich mich um gar nichts kümmern. Ja. Also ich hoffe einfach, dass du noch sehr lang in meinem Leben bleibst, weil... Und auch als stabile Mutter. Bitte so, wie du jetzt bist. Bitte verändere dich das nicht. Das ist eine Herausforderung. Bleib so, wie du bist. Weil irgendwann möchte auch ich mich verwöhnen lassen. Ah, ja. Also bitte bleib einfach da, weil ich brauche dich noch und ich möchte nicht allein sein. Du bist ja nicht allein. Nein, aber ohne Mama ist man auf eine Art immer ein bisschen allein. Ja, das stimmt. Das ist so. Das ist so, ja. Dann ist man kein Kind mehr. Nee. Nein. Nie wieder. Und es gibt dann niemanden, der einen auf diese Weise liebt. Kennt. Ich weiß das auch erst, seit ich selber Kinder habe und habe dann immer gedacht, krass, du hast mich auch so geliebt oder du liebst mich so. Also dieses Gefühl versteht man ja erst, wenn man Mutter ist. Ja, und das stimmt. Dann ist einzigartige Liebe. Ja, dann ist man so beeindruckt davon, dass man denkt, krass, das empfindet jemand auch für mich. Das ist ja irre, das ist ja toll. Ja. Und deswegen ist der Verlust auch wirklich groß. Dann, eben. Ne, wenn der Vater geht oder eben die Eltern. Ja, eben. Ja. Ach ja, das ist doch ein sehr schönes Ende. Ein schöner Schluss. Möchte mich sehr bedanken bei ja, euch. Ja, vielen Dank. Bei Ihnen für das wunderbare Gespräch. Und ich würde sagen, ich spreche hier mit einer Einladung aus. In 15 Jahren kommen wir wieder zusammen. Ja. Oh Gott. Ja? Dann sind wir hier 85. 85, ja. 60 und 55. Ja, und dann wird Laura ganz entspannt. Im Übrigen, einen Satz muss ich noch sagen, dass ich empfinde Freude bei kleinen Dingen. Ich kann mir zum Beispiel selber sehr gut beim Spaziergehen mit Musik Gänsehaut geben.
Also ich empfinde Pathos und Freude auch an kleine. Ich stelle mir aber zwar Pathos in, muss es ich, schon ich, sein. Ich stelle mir dann im Kopf vor, wie ich halt den Literaturnobelpreis gewinne. Aber das macht mir auch eine Blume Freude. Das wollte ich nur noch mal klar. Die Party Queen hat das Schlusswort gesprochen. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Wie schön. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko. Tired of ads interrupting your favorite show? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreelifestyle to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.